Einen recht schönen Abend allerseits und für den Fall, dass sich einige wundern, was im Hintergrund zu sehen ist. Ich war mit meiner Frau vor ein paar Wochen in Prag zum zweiten Mal für ein paar Tage und es hat uns wieder sehr gut gefallen. Und aus dem Anlass haben wir gedacht, schauen wir uns da mal ein derartiges Foto im Hintergrund an. Gut, JavaScript. Warum JavaScript? Naja, es gibt eine Reihe von Gründen. Ich muss erst einmal gestehen, so ganz am Anfang war für mich JavaScript eine Sprache, wo man dann sagt, naja, da gibt es einen Button. Wenn ich auf den Button draufklicke, dann passiert ein bisschen was und das war dann JavaScript. In der Zwischenzeit habe ich gelernt, dass JavaScript eine sehr mächtige Sprache geworden ist, auch regelmäßig weiterentwickelt wird. Also aus dem Baby ist schon eine ganz eine erwachsene Sprache geworden, die sehr viel zusammenbringt. Hier ein paar Anwendungsfälle, wenn wir dynamische Webseiten erstellen wollen, also Webseiten, die schauen wir dann gleich noch einmal im Detail an, Webseiten, bei denen sich die Inhalte verändern in Abhängigkeit von bestimmten Daten, dann ist JavaScript eine sehr gute Wahl. JavaScript kann verwendet werden clientseitig, das ist das, was man früher immer verwendet hat, on-click irgendetwas, funktioniert aber auch am Server. Auch dort gibt es sehr tolle Programmunterstützungen. Wenn wir auf der Client-Seite her uns die Sache anschauen, dann gibt es da eine ganze Reihe von Programmbibliotheken. Also ich nenne da zum Beispiel jQuery. Das ist eine Programmbibliothek, die all diese Aktionen, wenn ich auf einen bestimmten Bereich draufklicke, dann tue ich dieses und jenes, wesentlich vereinfachen im Vergleich zum Original JavaScript. Ja, und Svelte ist ein Thema, das ich ja in dem nächsten Vortrag, den ich halten darf, gerne im Detail behandeln möchte. Da geht es also darum, wie man mit Svelte-Kit Webseiten gestalten kann. Und da sind Kenntnisse von JavaScript von Vorteil. Das war übrigens mit ein Grund, warum ich vorgeschlagen habe, bei dem Clubabend zuerst einmal für diejenigen, die mit der letzten Entwicklung von JavaScript oder überhaupt mit JavaScript noch nicht allzu viel am Hut haben, das Ganze hier einmal vorstellen und einführen kann. Auf der Serverseite gibt es natürlich auch Programmbibliotheken. Eine ist die Laufzeitumgebung Node und das Verwaltungsprogramm nennt sich NPM. Wie wir uns das letzte Mal unterhalten haben über Home Automation, habe ich darauf hingewiesen, dass das eine sehr gute Wahl ist, sich damit zu beschäftigen. Ja, und das ist schon die nächste Zeile. Also wenn wir Node-RED für die Home Automation verwenden, dann ist JavaScript ebenfalls sehr sinnvoll. Svelte dient dazu, um Webseiten, so quasi einzelne Webseiten aufzumotzen. Svelte-Kit ist aber ein Programmpaket, mit dem man einen kompletten Webserver bauen kann. Und gleich einmal vorweggenommen, das Ganze funktioniert deshalb sehr schön, weil die entstehenden Webseiten in einem Browser laufen, daher unabhängig vom jeweiligen Betriebssystem sind und es daher reicht, eine einzige Instanz zu erzeugen, die dann, wenn man es halbwegs richtig macht, auf sämtlichen Geräten in gleicher Weise sinnvoll angezeigt wird. Also wir sehen schon, mit JavaScript kann man ganze Menge machen und es ist eine gute Unterstützung. Hier noch einmal die Geschichte von JavaScript, 1995 von Netscape entwickelt. Und ja, ich würde es nicht einmal vorlesen, was da steht. Vielleicht ganz interessant, es gibt eine Reihe von Programmparadigmen. Das prozedurale Paradigma, das objektorientierte und das funktionale. Also was ist das prozedurale Paradigma? Das ist im Prinzip das, mit dem, sage ich einmal, wir alle einmal angefangen haben, ifs and else und Funktionen und Unterprogramme und so weiter. Objektorientierte Programmierung haben die meisten von uns wahrscheinlich erstmalig bei C++ kennengelernt und die funktionale Programmierung funktioniert so, dass alles auf Funktionen zurückgeführt wird. Und als Programmierer in JavaScript kann man es sich im Prinzip aussuchen, welche dieser Paradigmen man verwenden möchte, ob alle oder einzelne. Und im Prinzip, sage ich gleich einmal, wird eine Mischung dieser Paradigmen die sinnvollste Variante sein, aber prinzipiell kann eben JavaScript erstaunlicherweise alles. Dann hat man begonnen, das Ding umzutaufen auf ECMAScript oder genauer gesagt den Kern auf ECMAScript umzutaufen
ab dem Jahr 97. Wir sprechen aber immer noch sehr gerne von JavaScript. Übrigens, JavaScript vom Namen her hat mit Java überhaupt nichts zu tun, außer dass es Sprachen sind, die von der Syntax her sehr ähnlich oder sich in irgendeiner Form an C orientieren. Man hat den Namen JavaScript deshalb gewählt, weil man die damalige Java-Welle mitverwenden wollte, um hier mitzuschwimmen und eben diese Sprache unter die Leute zu bringen. Ja, und da gibt es noch eine ganze Reihe von Varianten von JavaScript. Eine möchte ich erwähnen, auch wieder im Zusammenhang, weil wir das bei Svelte dann brauchen können. Das ist TypeScript. TypeScript ist, stark vereinfacht ausgedrückt, JavaScript mit Typvereinbarungen, wobei diese Typvereinbarungen A, dem Programmierer helfen, sich zu überlegen, zum Beispiel, welchen Datentyp hat ein Parameter, B, den Compiler die Möglichkeit geben, zu überprüfen, ob das, was beispielsweise bei einem Unterprogramm Aufruf an den Parameter übergeben wird, überhaupt vom Typ her stimmen kann. Das Ganze gilt dann auch bei Wertzuweisungen und so weiter, aber es ist jedenfalls eine interessante Weiterentwicklung, die, sagen wir mal so, dazu beitragen soll, Programme nach Möglichkeit fehlerfrei zu entwickeln. Ein kurzer Blick in die Vergangenheit. Wie schaut es aus mit Webseiten? Also die allerersten Webseiten, die es gegeben hat, Achtung, 1990 wurde das Ganze entwickelt. Damals mit dem Hinweis, man sollte darüber mit dem Hyperlink-System es Wissenschaftlern ermöglichen, einfach Publikationen auszutauschen. Das ist die offizielle Geschichte. Ich nehme an, die meisten wissen die Wahrheit. Das Internet ist in Wirklichkeit entwickelt worden, um Katzenfotos auszutauschen. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den ich bei diesem Vortrag ausnahmsweise mal ausgelassen habe. Sonst kommt immer ein Katzenfoto auch an dieser Stelle. Nun denn. Die ersten Seiten waren also statische Seiten und ich glaube, über den prinzipiellen Aufbau muss ich nicht allzu viel sagen. Es gibt hier Tags, HTML und jeder Tag wird durch einen gleichnamigen mit einem Schrägstrich am Anfang abgeschlossen. Die Tags können ineinander geschachtelt werden und werden auch ineinander geschachtelt, aber es besteht nicht die Möglichkeit, dass man die Tags sozusagen ineinander schachtelt. Also zuerst fängt der eine Tag an, dann fängt der zweite an, dann hört der erste auf und dann hört der zweite auf. Das geht natürlich nicht. Ja, und dieses Mini-Mini-Mini-Programm, das hier steht, wird den Text Hallo Martin auf dem Bildschirm zeigen, sofern wir es auf einem Server implementieren würden. Ab dem Jahr 1995 sind dynamische Webseiten entstanden und ich habe schon erwähnt, dass die Sprache, die ursprünglich LiveScript geheißen hat, wurde zu dem Zeitpunkt in JavaScript umgetauft. Was ist die Grundidee bei dynamischen Seiten? Erst dann, wenn die Webseite aufgerufen wird, wird sie erzeugt oder ein Teil davon erzeugt oder es wird eine Webseite, die schon existiert, modifiziert. Wie es im Detail funktioniert, das schauen wir uns dann bei dem Svelte-Teil an. Wo kommen die Daten her, die zur Modifikation der Seite verwendet werden? Ja, üblicherweise sind das Daten, die aus Datenbankaufrufen kommen. Es muss aber nicht so sein. Ich zeige hier eine ganz einfache dynamische Webseite. Die Grundidee ganz am Anfang war die, dass die serverseitig erzeugten Webseiten durch ein CGI-File, Common Gateway Interface, erzeugt werden und im Prinzip kann man dafür jede beliebige Programmiersprache verwenden. Da, glaube ich, hinreichend bekannt ist, dass ich Python sehr schätze, zeige ich einmal, wie so ein CGI-Programm in Python aussehen würde. Am Anfang steht die Vereinbarung einer variablen Name mit der Wertzuweisung Martin. Und dann kommt eine Printanweisung. Achtung, die zieht sich jetzt über den gesamten Text über mehrere Zeilen. Und damit der String tatsächlich über mehrere Zeilen gehen darf, wird er durch ein dreifaches Apostroph oder ein dreifaches Doppelapostroph eingeleitet und dementsprechend auch wiederum abgeschlossen. Und für diejenigen, die das F vor Beginn des Strings, ich weiß nicht, sieht man eigentlich den Mauszeiger, wenn ich den bewege?
Theoretisch habe ich es eingeschalten. Sieht man da irgendwas? Der Franz nickt, ja. Okay, danke Ja, fürs Feedback. sieht Ja, man. sehr gut. Ja, Also, sieht das, was man, am ja. Anfang von diesem mehrzeiligen String steht, dieser Buchstabe F, bedeutet, dass es sich um einen Formatstring handelt. Und das Besondere am Formatstring besteht darin, dass da im Inneren etwas in geschwungenen Klammern stehen kann. Und das, was in den geschwungenen Klammern stehen darf, ist ein beliebiger Python-Ausdruck. In dem Fall ist es nur eine Python-Variable, nämlich Name, und es ist nicht allzu schwer zu erraten, was dann passieren wird. Es wird also dieses Programmstück, Hallo Martin, Rufzeichen, am Bildschirm erscheinen lassen. Keine weiteren Dinge, keine besonderen Formatierungen, einfach nur diese zwei Worte und das Rufzeichen. Wie geht's weiter? Die Methode, die ich gerade gezeigt habe, ist natürlich, naja, das sagen wir einmal nicht für alle Zwecke optimal. Es gibt sehr wohl Zwecke, warum man das in dieser Form machen kann, aber lassen wir es damit Details beiseite. Es ist als nächster Schritt die Idee geboren worden, innerhalb des HTML-Codes Programmaufrufe einzubauen. Für diesen Zweck wurde sehr gerne und wird immer noch sehr gerne PHP verwendet. Ich persönlich mag PHP nicht ganz so besonders, aber natürlich, wenn es verwendet wird, dann sollten wir es auch erwähnen. Also wir haben hier im Body die Einleitung eines PHP-Programmstückes und da unten beim zweiten gelben Teil endet dieses PHP-Programmstück und alles, was in Rot geschrieben ist, übrigens nicht nur auf der Folie, auch auf den anderen Folien, alles, was in irgendeiner Farbe geschrieben ist, sollte Aufmerksamkeit erregen und sollte dann auch noch ein bisschen im Detail erläutert werden. Ja, also was passiert hier? Es wird eine Variable vereinbart, in PHP beginnt die mit einem Dollarzeichen. Der Variablen wird der Wert des String Martin zugewiesen und dann wird über Echo das, was dahinter steht, ausgegeben. Und wir sehen schon, dass die Besonderheit bei PHP darin besteht, dass innerhalb eines Strings eine Variablenbezeichnung stehen darf und logischerweise bei der Auswertung dieses Strings nicht der Variablenname, sondern der Inhalt der Variablen eingefügt wird. Also eigentlich so etwas Ähnliches, wie wir es gerade beim Formatstring von Python gesehen haben. Die PHP-Variante ist natürlich viel, viel älter, aber der Gedanke, dass innerhalb eines Strings etwas stehen kann, stehen darf, das ausgewertet wird, ist offenbar schon in PHP-Zeiten von den PHP-Erfindern hier umgesetzt worden. Ja, so könnte also eine dynamische Webseite aussehen und natürlich wird da nicht einer Variablen eine Konstante zugewiesen, sondern da könnte dann der Aufruf einer Datenbank stehen. Ja, kleinzeitig modifizierte Webseiten. Also das, was wir gerade hier gesehen haben, war natürlich das, was auf der Client-Seite ankommt. Und wenn wir jetzt auf der Client-Seite die Webseite modifizieren wollen, dann können wir das mit PHP machen, wie wir es gerade gesehen haben. Oder es könnte auch mit JavaScript passieren. Entschuldigung, eines wollte ich noch sagen zum Thema PHP. Wenn man so eine Kombination von HTML und einer Programmiersprache, beispielsweise PHP, im Unterricht verwenden möchte, ist das eine didaktische Katastrophe. Denn man muss auf jeden Fall die beiden Dinge sehr gut kennen, unabhängig voneinander, weil ansonsten verwechseln sämtliche Zuhörer zu sehr HTML-Code mit dem Programmcode, in dem Fall PHP, es darf auch etwas anderes da stehen. Also da ist die Quelle für jede Menge an Ärgernis und Unverständnis vorbereitet. Und ich würde dringend empfehlen, wer so etwas in einem Vortrag verwenden möchte, bitte erst dann, wenn die Leute beides voneinander trennen können. So, zurück jetzt zu unserer kleinzeitig modifizierten Webseite, und zwar einer Webseite, die durch JavaScript, das ist ja unser Thema, modifiziert wird. Wenn also, und all das, was hier steht, könnte im Body-Teil einer Webseite drinnen stehen. Ich habe jetzt darauf verzichtet, Body und Head und so weiter noch davor zu schreiben, damit der Text nicht zu klein wird. Ja, also alles, was hier steht,
darf im Bodyteil einer Webseite drinnen stehen. Das erste, was hier steht, ist der Skriptbefehl. Hier beginnt mit dem Skript ein JavaScript-Programmteil, der natürlich mit /Script endet. Wenn nichts dabei steht, ist defaultmäßig JavaScript angenommen. Wenn hinter dem Wort Script noch die Programmiersprache steht, dann könnte man auch hier andere Programmiersprachen verwenden. Aber JavaScript versteht im Prinzip jeder Browser. So, und damit haben wir schon die ersten zwei Zeilen von JavaScript vor uns. Es wird eine Konstante mit der Bezeichnung Name vereinbart. Dieser Konstanten wird eine Zeichenkette Martin zugewiesen. Gleich einmal ein Wort zu den Strichpunkten. Die Strichpunkte waren ursprünglich in JavaScript nicht notwendig. Ich bin aber der Meinung, dass man sie verwenden sollte, auch wenn sie in dem Fall weggelassen werden dürften, weil damit die Programme aus meiner Sicht leichter lesbar sind. Okay, zweite Zeile. Das ist jetzt nicht unbedingt etwas, was sich für den Anfang besonders anbietet, aber wir wollen ja eine dynamische Webseite erläutern. Daher müssen wir gleich einmal sehen, wie, sagen wir halt etwas aufwendig, die Geschichte in JavaScript letzten Endes läuft. Document ist das ganze Ding, aus dem unsere Webseite besteht. Document enthält eine Methode. Die Methode heißt Query Selector. Diese Methode Query Selector verlangt ein Argument. Das Argument ist in diesem Fall Hallo, Achtung, das ist jetzt in einer anderen Farbe geschrieben, mit einem Hashtag davor. Kommen wir gleich dazu. Mit diesem Query Selector und dem Hallo Tag wird ein Teil, der zwei Zeilen weiter unten steht, angesprochen. Und von diesem Teil wird mit .html der HTML-Teil dieses angesprochenen HTML-Programmstücks modifiziert. Das heißt, ich kann mit innerHTML dem einen Wert zuweisen. Welchen Wert weise ich zu? Nur den Inhalt der Variablen Name. Also, das Ganze noch einmal. Dokument ist meine komplette Seite. Ich möchte auf dieser Seite einen bestimmten Programm, ein bestimmtes Textstück oder HTML-Stück auswählen. Das geschieht mit dem Query Selector. Und ich möchte dann dem HTML-Teil dieses ausgewählten Stückes einen neuen Wert zuweisen. Ich könnte auf eine ähnliche Art und Weise zum Beispiel auch die Farbe verändern oder ich könnte die Schriftgröße verändern. In dem Fall möchte ich eben nur ganz einfach den HTML-Text durch den Inhalt der Variablen Name ersetzen. So, und jetzt gehen wir zwei Zeilen weiter. Dort steht ausgezeichnet mit H1, also große Schriftgröße, Hallo. Dann kommt ein kleines Stück HTML-Code, Span. Und spätestens an der Stelle sehen wir, wo die ID auftaucht. Dieses Span-Stück hat die ID Hello und damit ist die Verbindung hergestellt zwischen dem, was der Query Selector auswählen soll und dem, was dann tatsächlich am Bildschirm dargestellt wird. Also dargestellt wird, so wie bei den vorhergehenden Beispielen, wieder das Wort Hallo, der Inhalt der Variablen Name, also Martin, und auch auf das Rufzeichen habe ich nicht vergessen, auch das Rufzeichen steht dahinter. Ja, und das Ganze eben in einem HTML-Tag eingeschlossen, einfach damit es ein bisschen schöner ist und größer ist, aber das ist nicht der wesentliche Teil. Ja, was ich vergessen habe, ganz am Anfang zu sagen, unsere Gruppe ist ja von durchaus überschaubarer Größe und wenn es irgendwo eine Frage gibt oder Unklarheiten gibt, dann bitte ich um irgendein am besten akustisches Signal. Optisch müsste ich dauernd auf jeden Bildschirm schauen. Ja, Franz, ein nicht akustisches Signal, ein optisches Signal. Lieber Franz, was darf es sein? Eine kleine Anmerkung. Ich glaube, dass diese beiden Teile vertauscht werden müssen. Das H1 muss zuerst stehen und dann das Skript. Muss Weil nicht sein, ne? wenn das Bild so aufgebaut wird, wie es hier steht, weiß zu dem Zeitpunkt des Skripts das Skript nicht, wo das Hallo steht. Das muss also genau umgekehrt sein, meiner Meinung nach. Ich bin mir nicht ganz sicher, also ich glaube, dass es auch in der Form geht, aber ich werde es gerne noch einmal nachschauen. Es stimmt schon, die Skripts stehen häufig am Ende.
damit ganz am Anfang zuerst einmal ein paar Dinge aufgebaut werden können. Wer Zeit hat und die paar Zeilen kurz irgendwo nebenbei eintippen kann, kann vielleicht diese Frage klären. Danke für den Hinweis. Weitere Ergänzungen? Es gibt eine Frage im Chat. Im Chat, okay. Herr Stutzka, W, was W ist, weiß ich nicht, kann ich nicht ansprechen. Was ist Span? Wo ist da das Closing Span Tag? Die Antwort ist einfach, das entfällt, weil es ein Closing Slash gibt. Genau. Danke, dass du die Frage schon beantwortet hast. Man könnte es natürlich ausführlicher schreiben. Span ID ist gleich Hello. Gespitzte Klammer zu, dann noch einmal gespitzte Klammer auf, slash span, gespitzte Klammer zu. Das ist nur die verkürzte Schreibweise. Closing Tag ganz am Ende. Geht auch bei einer Reihe von anderen Befehlen, wo es halt irgendwo einen Sinn macht. Bei dem Skript oben würde es logischerweise nicht passen, denn es soll ja zwischen Skript und slash Script was Sinnvolles drinnen stehen. Okay? Ja, und vorhin habe ich gezeigt, wie das Ganze mit pur HTML und pur JavaScript aussehen würde. Und wenn wir das Ganze mit Svelte machen, hat es eine große Vereinfachung. Und da bin ich mir jetzt wirklich ganz sicher, dass das in der Form funktioniert, weil das habe ich eins zu eins auch aus den Svelte-Lektionen abgeschrieben. Skript. Let Name, Name ergibt sich zu Martin, Strichpunkt. Es gibt im Prinzip vier Möglichkeiten, wie ich in einer Variable in JavaScript etwas zuweisen kann. Die allerälteste Variante ist nur Name ergibt sich zu Martin in dem Fall. Also ohne Let am Anfang. Das ist nicht ganz so toll, weil damit eine globale Variable erzeugt wird und die kann unter Umständen jede Menge Mist erzeugen bei größeren Programmen. Let ist eine lokale Variable, das ist da immer eine sehr gute Idee und das hat in Svelte noch eine besondere Bedeutung, verrate ich jetzt nicht, damit beim nächsten Mal auch ein paar Leute zuschauen. Dann könnte anstelle von Let auch var stehen, das ist, wie ich meine, verständlich, Name wird zu einer Variable erklärt und dann könnte auch das Wort Konstante dastehen. Was ist eine Konstante im Sinne von JavaScript? Das ist eine Variable, die einmal, und zwar genau bei der Vereinbarung, einen Wert bekommt und dieser Wert kann nachher nicht mehr verändert werden. Also rein von der Idee her ist es eine Variable, aber eine Variable, die nicht mehr verändert werden kann und daher das Wort const. Hier steht einmal let, aber const werden wir noch ein paar Mal sehen heute. Natürlich besteht die Möglichkeit, dass wir all diese Dinge, die wir gerade besprechen, auch ausprobieren können. Das ist aber bei dieser Art der Präsentation etwas schwierig, weil ich nicht genau weiß, wie weit alle Einzelnen sind. Daher gebe ich hier zwei Links an. Das eine ist GSFiddle und das andere ist Playcode. Auf beiden Seiten kann man sich einen kostenlosen Account erstellen, kann dort experimentieren, so viel man möchte. Und ich zeige am besten gleich als nächstes, wie so eine Seite ausschaut. Mir ist schon klar, dass da nicht allzu viel zu lesen ist. Aber es gibt zumindest einen ganz groben Überblick auf der linken Seite. Und daher eben sind die Files, die mein Projekt enthält, aufgelistet und sogar strukturiert aufgelistet, damit man weiß, was zusammengehört. Ich kann jetzt aussuchen, welches File ich gerade bearbeiten möchte. Hier wird das index.html-File bearbeitet und es erscheint dann in diesem Fenster des Editors. Wir sehen, dass der Editor das Ganze auch schön farbig darstellt, damit man ein bisschen leichter erkennen kann, was ist ein Tag, was ist eine Konstante, was ist ein reserviertes Wort und so weiter. Sollte unser Programm etwas auf der Konsole ausgeben, dann würde diese Ausgabe hier erscheinen. Und was unser Programm tatsächlich macht, es gibt auf der Webseite, oder es gibt gäbe etwas auf der Webseite aus, wenn wir die hätten und diese Webseite wird also hier unten simuliert. Falls ein paar Fragen, warum ist das Ganze gelb geworden? Ja, das steckt in diesem style.css drinnen, also das ist ein File, in dem der Style für dieses H1-Tag festgelegt wurde.
damit wollen wir uns jetzt nicht weiter beschäftigen. Also prinzipiell schaut eine derartige Seite im Playcode so ähnlich aus und wer die Experimente ausprobieren möchte, kann das natürlich, wer diese Beispiele ausprobieren möchte, kann das natürlich gerne selbst hier ausprobieren. Ja, das war einmal so die Einleitung, wozu sollten wir JavaScript verwenden und was ist da besonders spannend daran. Ich habe jetzt hier mal aufgelistet, welche Dinge ich in den kommenden Stunde, eineinhalb Stunden erklären möchte. Die großen Gruppen sind also Strings, Objekte und Arrays, Operatoren, Steuerung des Programmablaufes, wie werden Funktionen geschrieben, was sind Klassen und der absolute Renner ist die asynchrone Verarbeitung. Das ist das, was meistens sehr schwierig zu verstehen ist, aber ich hoffe, das Beispiel wird dann das Ganze ein wenig erläutern. Ja, und auf all diesen Seiten gilt, alles, was farbig hervorgehoben ist, wird dann im Detail erläutert oder bedarf dann einer genaueren Erklärung. Ein weiterer Hinweis, wenn es sich um Dinge handelt, von denen ich der Meinung bin, dass sie von anderen Programmiersprachen her bekannt sind, dann würde ich die etwas schneller behandeln. Aber selbstverständlich, wenn jemand das Gefühl hat, das hätte ich ganz gerne näher erklärt, dann bitte ich wiederum um irgendein Zeichen. Im Chat den sehe ich nicht, aber das sagt uns dann der George, wenn da irgendwas drinnen steht. Und ansonsten bitte einfach das Mikrofon einschalten und hineinplaudern. Okay, genug der Vorbereitungen. Wir beginnen mit Strings. Strings oder Zeichenketten. Ja, wenn ich einen String-Literal, also eine String-Konstante vereinbaren möchte, dann schließe ich die in einfachen Apostrophen oder in doppelten Apostrophen ein. Aber Achtung, das Ganze muss mit einer Zeile beendet werden. Was passiert, wenn der String länger ist? Da gibt es zwei Möglichkeiten. Die einfachste Möglichkeit ist die, dass man den String in der ersten Zeile beschreibt, dann den String-Verkettungsoperator, nämlich das Plus, nimmt, in der nächsten Zeile einen neuen String schreibt und wieder ein Plus, wenn es weitergeht und so weiter und so weiter. Es gibt dann noch eine dritte Variante, zu der wir gleich kommen werden. Wenn innerhalb eines Strings zum Beispiel der mit einfachen Apostrophen eingeschlossen ist, selbst ein einfaches Apostroph benötigt wird, dann wird dieses zusätzliche, eingeschlossene, einfache Apostroph mit einem Backslash herausgenommen aus dem String. Also das ist dann kein Endzeichen, sondern das ist dann das einfache Apostroph selbst. Noch besser ist es, ich kann ja die einfachen Apostrophe und die Doppelapostrophe beliebig mischen. Wenn ich schon weiß, es kommt ein String mit einem einfachen Apostroph, dann schließe ich den String in Doppelapostrophe ein und kann dann innerhalb dieses Strings das einfache Apostroph ohne irgendeinen Escape-Zeichen unterbringen. Und geht natürlich auch in der umgekehrten Richtung. Und dann haben sich die JavaScript-Leute etwas einfallen lassen, das mir sehr gut gefällt. Was passiert nämlich, wenn wir einen String erzeugen wollen, in dem zum Beispiel folgender Text steht? Die Summe von 3 plus 5 ergibt 8. Dann müsste ich die Summe von als ersten String vereinbaren. Dann kommt ein Plus. Dann kommt eine Variable, die den Wert 3 enthält. Dann kommt wieder ein Plus. Dann kommt wiederum ein String, der das Wort und enthält. Dann kommt wieder ein und so weiter. Ich glaube, das ist klar, wie es funktioniert. Nicht toll. Besser ist das, was vor einiger Zeit in JavaScript aufgetaucht ist, nämlich das sogenannte Template-String. Und da sehen wir Dinge, die wir schon von PHP beziehungsweise auch von Python her kennen. Es gibt einen String und innerhalb dieses Strings steht dann Dollar, geschwungene Klammer auf, Name der Variablen, geschwungene Klammer zu. Was heißt das? An der Stelle, wo Dollar, geschwungene Klammer und so weiter steht, wird der Inhalt der geschwungenen Klammern ausgewertet. Es kann auch ein Ausdruck dort stehen. Und dieser Inhalt wird eingefügt an der Stelle, wo das Dollarzeichen drinnen steht. Naja, und damit das Ganze sich von den vorhergehenden Strings unterscheidet, Achtung, gibt es hier diesen Backtick, ich weiß kein deutsches Wort dafür, also dieses Akzent, das so von links oben nach rechts unten geht, das steht am Anfang und am Ende. Und Besonderheit,
ein derartiger String, der mit Backticks eingeschlossen ist, darf sich auch über mehrere Zeilen erstrecken. Also das ist im Augenblick die bessere Variante als die, die ich vorhin mit den Plus-Symbolen kurz erläutert habe. Was gibt es in einem String noch? Na, es gibt ein paar besondere Zeichen. Backslash B, Backslash F, Backslash N, Backslash R, T und V. Und da fangen wir von hinten an. Vertikaler Tabulator, dann der normale Tabulator, R wie Carriage Return, N wie New Line. So, F. Und das fällt mir nicht ein. Okay, kommt, wie ich hoffe, wird hoffentlich noch nachgereicht. Ebenso beim B. Ist im Augenblick weg. Die Länge eines Strings erhalten wir, indem wir die Eigenschaft aufrufen. Was ist die Eigenschaft? Wir reden von Objekten. Achtung, kleiner Vorgriff auf die objektorientierte Programmierung. Und Objekte können Eigenschaften mit sich herumschleppen. Ein String ist ein Objekt, genauer gesagt, die Instanz eines Objektes. Und die Eigenschaft, die jedem String innewohnt, ist dessen Länge. Also ist s.length die Eigenschaft, die Länge-Eigenschaft eines Strings, der in der Variable s abgespeichert ist. S ist eine Stringvariable und das, was in der Stringvariable abgespeichert ist, hat eine Länge, die wir mit s.length bestimmen können. Ja, und dann gibt es eine Reihe von weiteren String-Methoden. Slice, Substring, Substr. Das ist lustig, die zwei bringt man auf jeden Fall durcheinander. Also, was soll ich mir nachschauen? Es geht darum, von einem String einen Teilstring zu ermitteln. Replace, ersetzen, replace all. To uppercase, to lowercase, also einen String in Großbuchstaben, Kleinbuchstaben umwandeln. Concat, die Verkettung. Trim, trim start, trim. Ich glaube, da ist ein was verloren gegangen. Das entfernt Leerzeichen. Pad macht das Gegenteil. Pad kann Zeichen an den Anfang eines Strings bis zu einer bestimmten Länge einfügen. Also wenn ich zum Beispiel einen Währungsbetrag schreiben möchte und verhindern möchte, dass jemand da irgendwelche weiteren Ziffern davor schreibt, dann kann ich mit Pad dafür sorgen, dass eine bestimmte vorgegebene Länge mit irgendwelchen Zeichen aufgefüllt wird. Carrots sagt mir, an welcher Stelle in einem String ein bestimmtes Zeichen vorkommt. Wenn ich nur die Codenummer des Zeichens weiß, verwende ich die nächste Methode und Split zerlegt einen String. Also ich kann zum Beispiel sagen, ich habe einen Text, wie er da oben steht, mein Name ist, ne? Dann kann ich diesen String zerlegen, Split, mit dem Leerzeichen als Trennzeichen. Und dann liefert diese Split-Funktion ein Array, bestehend aus vier Teilstrings, nämlich aus mein, aus Name, aus ist und aus der Ersetzung Martin. Okay, das wären aber so die wichtigsten Methoden im Zusammenhang mit Strings. Gibt es irgendeine Frage oder Ergänzung dazu? Man das braucht eine reifste Taste. Im Chat, was der Christian Hübel geschrieben hat, nimm doch das Mikrofon und erklär uns, was du da sagen möchtest. Christian. Ja, also ich glaube, dass dieses Backslash B Backspace bedeutet und das Backslash F ein Seitenvorschub, ein Formfeed. Danke vielmals, es ist mir entfallen. Vielen Dank für die Mitarbeit. Gibt es ein Mitarbeit Plus? Das passt. Jawohl, das ist es. Ist mir kurz entgangen. Okay. Als Lehrer verwendet man natürlich den Trick. Na und jetzt, was ist das B? Wer weiß das? Okay, du weißt das. Ja, brav, sehr brav, sehr brav, richtig. Das macht man immer dann, wenn einem gerade was nicht einfällt. Aber das Martin, kommt davon, wenn man lange genug... Was mich interessieren würde, ist, was ist ein Formfeed auf einer Webseite? sehr gute Frage. Ich weiß auch nicht, aber ich nehme an, dass hier aus traditionellen Gründen, jetzt sage ich einmal, 25 Zeilen vorgeschoben werden oder was auch immer. Oder das Formfeed bleibt einfach als Code, ne? Das ist wahrscheinlicher. Das Formfeed bleibt als Code drinnen und dann, wenn es ausgedruckt wird,
dann wird an der Stelle der Drucker eine neue Seite ausspucken. Aber auf der Webseite wird möglicherweise nichts passieren. Eine spannende Frage, danke. Jetzt kommen wir zu den interessanteren Teilen. Ich habe ganz am Anfang gesagt, JavaScript war so eine doch eher einfach gestrickte Sprache. Und jetzt kommen wir zu den Dingen, die JavaScript schon sehr spannend machen. Übrigens, die Beispiele, die da drinnen stehen, habe ich mit Absicht aus dem Vortrag über die Verwendung mit der Home Automation genommen, damit man das auch vergleichen kann. Ja, was ist ein Objekt im Sinne von JavaScript? Das ist also ein Paar von Namen. Ich zeige mal da unten darauf hin. State wäre der erste Name, on unter Anführungszeichen der zweite Name. Werten. Mit einem Doppelpunkt dazwischen. Da ist der Doppelpunkt. Mehrere derartige Paare können hintereinander stehen und werden durch Beistriche, durch Kommata voneinander getrennt. Und das Ganze ist dann eingeschlossen in geschwungene Klammern. Und wenn ich dann diesem Objekt auch noch einen Namen geben möchte, was recht sinnvoll ist, damit ich später damit arbeiten könnte, dann könnte eine komplette Zuweisung so aussehen. Das Objekt, mein Objekt, ist eine Konstante, der zugewiesen wird, dieses an der Stelle generierte Objekt, das seinerzeit zwei Komponenten enthält. Die erste Komponente hat den Namen State und den Wert On als Zeichenkette. Und die zweite Komponente hat den Wert Brightness, den Namen Brightness und als Wert 200. Irgendwie verständlich? Geschwungene Klammern werden hier sehr gerne verwendet in allen möglichen Zusammenhängen, aber diesen prinzipiellen Aufbau eines Objektes, den brauchen wir unbedingt, ansonsten können wir kompliziertere Dinge uns nicht anschauen. Was sind jetzt die Werte, die hier vorkommen können? In dem Beispiel, das ich gerade gezeigt habe, ist der erste Wert eine Zeichenkette, on, der zweite Wert eine Zahl, 200. Werte können aber wiederum andere Objekte sein. Das heißt, die Objekte können ineinander geschachtelt sein. Werte können auch Arrays sein. Was das genau ist, kommt gleich. Es können die logischen Werte, gibt es eh nur zwei, true und false sein. Und dann gibt es noch das schöne Wort null, das einfach sagt, da ist nichts. Ein Platzhalter für etwas, das nicht vorhanden ist. Eigentlich. Die Geschichte mit Null war doch eine ganz fantastische Entwicklung bei der Entwicklung der arabischen Zahlenzeichen. Weil die Römer haben kein Zeichen für den Nuller gehabt. Daher tun sie die Amerikaner so verdammt schwer zu sagen, Null oder irgendetwas, weil auf ihren Uhren ganz oben die römischen Zahl 12 steht. Das führt jetzt etwas zu weit, aber die Formulierung mit EM und PM war mir schon immer ein Graus, weil ich nie verstanden habe, warum nach 12.59 Uhr EM, 1 Uhr PM kommt. Oder so ähnlich. Irgendwas passiert da. Ich schweife vom Thema ab. Also, Werte können all das sein, was da steht. Und darunter steht noch einmal, da in einem Objekt ein anderes Objekt als Wert vorhanden sein kann, können Objekte auch praktisch beliebig tief ineinander geschachtelt werden. Das ist irrsinnig sinnvoll, sehr nützlich. Und wird dann auch gerne verwendet, wenn wir zum Beispiel bei Webseiten Daten übertragen wollen. Aber dazu brauchen wir ein Format, das ein bisschen später kommt. Jetzt zum Array. Ein Array ist üblicherweise in Programmiersprachen eine Anordnung von Werten gleichen Typs, die dann durch ihre Platznummer, üblicherweise beginnend mit 0, angesprochen werden. JavaScript und übrigens auch ein paar andere Sprachen erweitern diesen Array-Begriff, indem hier nicht Werte beliebigen Typs aneinandergereiht werden, sondern indem Werte, also klassische Arrays enthalten lauter Werte vom gleichen Typ, lauter Integer, lauter Buchstaben und so weiter. Und ein Array im Sinne von JavaScript darf beliebige Werte aneinanderreihen. Und in der letzten Zeile sehen wir so etwas, Arrays sind in eckigen Klammern eingeschlossen,
Der erste Wert ist eine Zahl, der zweite Wert ist eine Zahl, der dritte Wert ist ein String, der vierte Wert ist ein Objekt, der fünfte Wert ist null. Das ist ein gültiges Array. Sehr nützlich. Manche Programmiersprachen sagen dazu auch Liste und es spricht eigentlich gar nichts dagegen, das Array als Liste anzusehen oder zu verstehen. Wenn es dazu keine Fragen gibt, dann schauen wir uns als nächstes an, wie wir denn auf die Inhalte eines Objekts zugreifen können. Vorhin haben wir gesagt, State, mein Objekt. Und wenn ich jetzt auf dieses, auf den State-Zustand zugreifen möchte, kann ich folgende Schreibweisen verwenden. Erste Schreibweise, Name des Objekts, ein Punkt und dann die Bezeichnung Name der Komponente. Oder, zweite Variante, Name des Objekts und da sehen wir das Objekt so irgendwie auch unter bestimmten Voraussetzungen wie eine Liste angesehen werden können. Das heißt, mein Objekt mit einem Index, eckige Klammer, Index bitte ist nicht als Zahl zu verstehen, mit einem String als Index und ich kann auch darauf zugreifen. Ja, aber wenn da drinnen eine String-Konstante stehen darf in diesen eckigen Klammern, verspricht dagegen eine Variable zu verwenden. Und damit kommen wir zur nächsten Schreibweise. Die Konstante S erhält den Stringwert State und gleichwertig zu den ersten beiden Aufrufen ist der dritte Aufruf mein Objekt, eckige Klammer, S, eckige Klammer zu. Großer Vorteil bei der letzten Schreibweise ist natürlich, dass ich hier den Index wählen kann, dynamisch wählen kann, also im Programm, per Programm verändern kann. Das würde bei den ersten zwei natürlich nicht gehen. Ich kann also nicht schreiben, mein Objekt, Punkt, Variablenname. Nein, da muss genau der Name einer Komponente dieses Objekts drinnen stehen. Ja, und das hätte ich jetzt fast übersehen. Ich habe vorhin gesagt, was alles an Werten in einem Objekt zulässig ist. Ferner zulässig ist die Verwendung von Funktionen. Es kann also in einem Objekt auch eine komplette Funktion drinnen stehen. Da kratzen wir ein wenig an der Idee der funktionalen Programmierung. Wie das dann im Detail wirklich aussehen wird, sehen wir dann spätestens bei den sogenannten anonymen Funktionen. Das, was hier steht, ist eine sehr wichtige Angelegenheit. Es geht um ein Format zum Datenaustausch. Achtung, da geht es jetzt nicht darum, wie Daten innerhalb eines JavaScript-Programms abgespeichert sind, sondern es geht darum, wie ein JavaScript-Programm einem anderen Programm, das kann ein anderes JavaScript-Programm sein, Daten übergibt. Beispielsweise über eine Webseite, beispielsweise über den Aufruf einer URL. All das sind Möglichkeiten, damit eine Webseite, eine andere Webseite, ein Programm in einem anderen Programm Daten übergeben kann. So, und wodurch unterscheidet sich jetzt dieses JSON, Java, Script, Object, Notation, steht bedeutende Buchstaben JSON, also Java, Script, Object, Notation. Wie unterscheiden sich also diese JSON-Notation von einer üblichen Objektnotation? Na, der wesentlichste Unterschied ist, dass der Name auch in Doppelapostrophen steht. Doppelapostrophe haben wir beim Objekt weglassen können. Hier steht der Name auch in Doppelapostrophen. Ansonsten sehen wir hier keine besonderen Unterschiede. Es gibt allerdings schon einen Unterschied. Eine Funktion auf diese Art zu übergeben, geht nicht. Also was wir hier übergeben können, sind tatsächlich nur konstante Werte. Keine Ausdrücke, keine Funktionen. Und so gesehen war die letzte Zeile, Objekte können auch Funktionen enthalten, nur auf reine Objekte innerhalb von JavaScript beschränkt. Ja, von JSON gibt es dann auch noch eine Erweiterung, die uns im Zusammenhang mit Node-RED vielleicht unterkommen wird. Diese JSON-Netter-Schreibweise bedeutet im Gegensatz zu dem, was wir gerade besprochen haben, dass hier auch Funktionsaufrufe als Werte enthalten sein können. Achtung, Aufrufe. Das heißt also, dieses
Ding wird dynamisch zum Zeitpunkt der Verwendung zu einem Wert kommen. Es können Operatoren verwendet werden, die schauen wir dann gleich an. Aber das sollte nicht unser Thema sein bei unserem heutigen Vortrag. Ich wollte nur erwähnen, dass das in Node-RED-Programmen verwendet wird. Da unten haben wir so eine Schreibweise, wie sie in einem Node-RED-Programm vorkommen kann. Gut, lassen wir das. Wir gehen zu den Operatoren. Also bei den Operatoren gibt es eine ganze Reihe von Operatoren, die auch in anderen Programmiersprachen vorkommen und vielleicht nicht so im Detail behandelt werden müssen. Der erste ist der Zuweisungsoperator. Ja, bitte, wenn da irgendwo steht A gleiche Zeichen B, dann ersuche ich dringend, Rufzeichen, diese Zeile zu lesen als A ergibt sich zu B. Nicht A ist gleich B. Jeder, der einen Programmierkurs abhält und A ist gleich B dazu sagt, begeht ein furchtbares Verbrechen bei sämtlichen Zuhörern. Denn die Zuhörer können dann nicht unterscheiden, was ist ein Gleichheitszeichen im Sinne der Mathematik, was ist ein Gleichheitszeichen als Vergleich, was ist der Zuweisungsoperator. Also bitte, solche Dinge besprechen wir, nennen wir immer nur A ergibt sich zu B und niemals A gleich B. Ja, Rechenoperationen plus minus mal dividiert durch, auch klar, Prozent steht für die Modulo-Rechnung, also für die Bestimmung des Restes. Wenn wir bei einer Rechenoperation auch einen Wert gleich zuweisen wollen, dann gibt es eine vereinfachte Schreibweise, erklärt sich, glaube ich, in der nächsten Zeile sofort. Aus A ergibt sich zu A plus B, wird daraus A plus gleich B. Das heißt also, die Zuweisung und der Plusoperator verschwimmen in einem einzigen Symbol. Ja, Inkrement, Dekrement, was heißt das? Der Inhalt der Variablen A wird um 1 erhöht, in beiden Fällen, oder um 1 verringert, auch hier in beiden Fällen. Das ist der Unterschied. Wenn das Pluszeichen vor dem A steht, dann wird zuerst A um 1 erhöht und das erhöhte A ist dann der Wert, mit dem weitergerechnet wird. Wenn das Pluszeichen dahinter steht, dann wird zuerst der Inhalt von A, sofern er gebraucht wird, weitergegeben zur weiteren Verrechnung und erst danach wird das A um 1 erhöht. Also wenn da irgendwo steht, B ergibt sich zu plus plus A und B ergibt sich zu A plus plus, dann sind das zwei verschiedene Ergebnisse. Im ersten Fall wird das B das um 1 erhöhte A bekommen, im zweiten Fall wird das B das ursprüngliche, den ursprünglichen A-Wert bekommen und das A erhöht seinen Wert oder bekommt einen neuen Wert. Das B kriegt den alten Wert. Ja, also das waren noch ein paar einfachere Dinge. Auch die Vergleichsoperatoren, kleiner, also größer, größer, gleich, kleiner, kleiner, gleich. Bei gleich und ungleich sind die Erfinder von Programmiersprachen manchmal sehr kreativ, vor allem beim Ungleichheitszeichen. Manche Programmiersprachen verwenden hier ein kleiner Zeichen und ein größer Zeichen hintereinander. Bei JavaScript ist es das Rufzeichen und das gleiche Zeichen, denn das Rufzeichen für sich alleine genommen ist auch gleich der Not-Operator, also die Negation, wie wir es in der nächsten Zeile sehen. Die logische Verknüpfung, also die Verknüpfung von zwei logischen Werten oder Konstanten, erfolgt über das doppelte und Verknüpfung, das doppelte oder Verknüpfung und das Rufzeichen, die Negation. Achtung, das sind Verknüpfungen, die sich auf logische Werte true und false beziehen. Ähnlich, aber nicht dasselbe sind Bit-Operatoren. Wenn ich eine Integerzahl als Zeichen, als Folge von einzelnen Bits betrachte und sinnvollerweise diese Bit-Folgen gleich lang sind, dann kann ich mit dem Und-Operator ein bitweises logisches Und erzeugen. Mit dem Oder-Operator logischerweise
Verknüpfung von zwei Bitketten, ein bitweises logisches Oder. Die Schlange, die Tilde, dient dazu, um das Ganze zu negieren. Naja, und dann haben wir dann auch Dinge wie verschieben nach links und verschieben nach rechts. Und ja, das Karree habe ich übersehen, das Dacherl ist das exklusive Oder. Ist das klar? Hat jemand eine Frage dazu? Das ist eh alles von anderen Programmiersprachen bekannt, oder bin ich bereits so unverständlich geworden, dass nicht einmal mehr eine Frage möglich ist? Eine Frage, was bedeuten die drei Spitzenpfeiler nach rechts? Ah ja, das hängt jetzt davon ab, wenn ich eine Binärzahl, fangen wir mal beim ersten an, nach links verschiebe, dann heißt das, dass ich vom Wert her diese Binärzahl verdopple. Das heißt, es wird von der rechten Seite ein Nuller nachgeschoben. Wenn ich das Ganze in die Gegenrichtung mache, heißt das im Binärsystem, ich dividiere die Zahl durch 2. Und wenn ich das Ganze mit dem dreifachen Operator mache, heißt das, dass das erste Bit mitdupliziert wird. Also das ist dann wichtig, wenn es darum geht, dass das Vorzeichen einer Binärzahl erhalten wird. Wenn das nicht nur ein Bitstring ist, der bei irgendeiner Steuerung herauskommt, sondern wenn es sich um eine echte Zahl handelt, dann geht es natürlich darum, dass auch das Vorzeichen nicht verschwindet. Also rotieren kann man nicht. Rotieren. Weil das, wenn du zum Beispiel was 8 Bit breites hast und da willst du zwei 4-Bit-Gruppen swap, also tauschen, dann kannst du das rotieren. Ja, ja. Ich überleg gerade, nein, das ist in dieser einfachen Form offenbar nicht vorgesehen. Da muss man halt ein bisschen mehr hin und her schieben, so verstehe ich das, ja. Überlegen, ob ich das nicht vielleicht am Blödsinn gesagt habe, ob man nicht diesen dreifachen Operator auch zum Rotieren verwenden kann. Wenn nämlich rechts ein Nuller rausfällt, ob der dann von links nachkommt. Das wäre dann letzten Endes. Ja, es tauchen immer interessante Fragen auf. Ich hoffe, ich kann das noch klären und vielleicht dann bei der Ausarbeitung der Folien durch eine Ergänzung. Ich hätte es nämlich als Rotieren gelesen. Naja. Das ist rein intuitiv, weil das Nachschieben, das Duplizieren oder Vervielfachen des ersten Bits links oder des ganz rechts, ist nur von mäßigem Interesse. Außer wenn es fast eine negative Zahl, dass sie Minus bleibt. Aber ja, sonst, ja, na gut, das ist schon wichtiger. Okay, wird geklärt. Danke für die Frage. Ich schreibe es auf und werde das gerne ergänzen. Ja, Plusoperator habe ich schon erwähnt, dient dazu, um Zeichenketten miteinander zu verbinden. Dann gibt es noch den in allen sehr ähnlichen Sprachen vorkommenden triadischen Operator, der aus einem Fragezeichen, einem Doppelpunkt besteht. Das heißt, wenn ich den Ausdruck if a kleiner als b, dann b ergibt sich zu minus 4, else b ergibt sich zu plus 4, anders schreiben möchte, dann geht es in folgender Weise. B ergibt sich zu a kleiner als 10. Wenn also die Bedingung erfüllt ist, dann kommt das, was unmittelbar hinter dem Fragezeichen steht, als Wert heraus, minus 4. Und wenn die Bedingung nicht erfüllt ist, kommt das, was hinter dem Doppelpunkt steht, als Wert heraus. Die Dinge lassen sich auch in grandioser Weise ineinander schachteln und erzeugen damit völlig unleserlichen Programmcode. Manche Programmierer machen das sehr gerne. Aber es geht noch weiter. Jetzt kommen die Dinge, die zum Teil nur in JavaScript vorkommen und die zum Teil nur in neueren JavaScript-Versionen vorkommen. Das erste ist noch relativ harmlos. Der typgenaue Vergleich, das dreifache Gleichheitszeichen oder Rufzeichen doppeltes Gleichheitszeichen. Was steckt da dahinter? Angenommen, ich habe eine Variable mit dem Wert 2, Zahlenwert 2. Und ich habe eine zweite Variable mit dem Stringwert 2. Würde ich die mit normalen Gleichheitszeichen zu vergleichen versuchen, dann würde JavaScript versuchen, die Typen aneinander anzupassen. Dann wird zum Beispiel aus der Zahl 2 das String 2, dann steht auf der einen Seite das String 2, auf der anderen Seite das String 2 und die Sache gilt als gleich.
Wenn ich das dreifache Gleichheitszeichen verwende, geht es so nicht, denn dann würde auf der einen Seite ein Integer-Wert stehen, auf der anderen Seite ein String-Wert stehen. Und obwohl in beiden 2 als Glyphe drinnen steht, sind die beiden nicht gleich und dieser typgenaue Vergleich würde dann false ergeben. Ja, und das andere ist einfach das Gegenstück. Das nächste ist noch spannender. Ja, ich weiß, man soll auf Folien keine kompletten Sätze schreiben, aber in dem Fall ist es nicht wirklich anders gegangen. Dieser Fragezeichen-Operator, ich lese es nochmal vor, liefert den linken Operanden, wenn dieser weder null noch undefined ist. Sonst liefert er den rechten Operanden. So, machen wir dazu ein Beispiel. Angenommen, ich schreibe var b Strichpunkt. Das ist zulässig. B ist zu dem Zeitpunkt undefined. Es hat noch keinen Anfangswert. Würde ich an der Stelle versuchen, mit B eine Rechnung durchzuführen, dann gäbe es eine Fehlermeldung. Damit man das vermeiden kann, könnte ich jetzt eine relativ komplizierte Zeile schreiben, die da lautet. If B nicht gleich, also vom Typ her nicht gleich undefined. Und wenn B auch nicht gleich null ist, dann bekommt A einfach den Wert von B. Dann hat also B einen definierten Wert. B ist nicht undefiniert, B ist nicht null. Daher bekommt A den Wert von B. Welchen Sinn das hat, im Augenblick gleichgültig. Andernfalls, wenn also B entweder undefined oder null ist, dann bekommt A zum Beispiel den Wert 10. Jo. Eine relativ komplexe Schreibweise, und wenn man sagt, na, wer braucht denn so etwas, das kommt immer wieder vor. Es kommt immer wieder vor, dass ich irgendwo eine Variable habe, zu einem bestimmten Programmschritt gar nicht sicher weiß, ob die Variable einen Wert hat oder nicht. Und dann kann ich. Darf ich unterbrechen? Ja. Erkläre doch eigentlich ein Boolscher Operator zwischen den, in dem if da drinnen. Ne? Das sind ja zwei ungleich. Also zwei ja, Vergleiche. Der ist verloren gegangen. Richtig. Da stand ein Und. So aus irgendeinem Grund beim Hin- und Herkopieren von einer Folie auf die andere verloren. Danke, wird ausgebessert. Danke. Steht schon da. B. Also die Folien, die dann vom Server zum Herunterladen sind, enthalten dann hoffentlich diesen Fehler nicht mehr. Ja, und wie gesagt, so etwas kommt relativ häufig vor, dass man nicht ganz sicher ist, hat die Variable einen Wert oder nicht. Und wir sehen, die Alternative für dieses unmögliche Ding da oben lautet mit dem neuen Operator B, Fragezeichen, Fragezeichen, 10. Also mir gefällt es. Ich hoffe allen anderen auch. Und das Ganze geht auch in Kombination mit einer Zuweisung. Ich glaube, das Beispiel spricht für sich. Ja. Das waren also spezielle Operatoren, die zum Teil, wie gesagt, nur in JavaScript vorkommen und die zum Teil auch erst in den neuesten Versionen dazugekommen sind. Weitere Operatoren. Dieser Fat Arrow, bestehend aus einem Gleichheitszeichen und aus einem Größerzeichen, das erzeugt eine sogenannte Lambda-Funktion oder anonyme Funktion, kommt ein bisschen später noch einmal. Nur der Vollständigkeit halber, weil es offiziell auch als Operator gezählt wird. Recht spannend sind der Rest-Operator und der Spread-Operator. Die machen zwei völlig unterschiedliche Dinge, schauen aber völlig gleich aus, bestehen aus drei Punkten. Wenn man das irgendwo im Programm drinnen sieht, Punkte, 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 dann ist man der Meinung, naja, da hat jemand ein Programm geschrieben und möchte das erklären, aber war zu faul, das Ganze auszuschreiben. Nein, bitte, das ist in JavaScript ein Operator. Schauen wir uns ein Beispiel an. Angenommen, wir vereinbaren ein Array mit den Elementen 16, 17, 18. Und die nächste Zeile, die da steht, macht was ganz Merkwürdiges. Da gibt es einmal auf der linken Seite des Zuweisungsoperators ein Array mit zwei Elementen. Und ich glaube, es ist nicht allzu schwer zu erraten, was damit beabsichtigt ist. Da hier ein einzelnes Element steht, A, bekommt dieses einzelne Element den Wert 16. Und da vor dem B der Restoperator steht, bekommt das B den Rest des Arrays, nämlich 17 und 18.
sondern das steht daneben noch einmal. Also A hat den Wert 16 und B ist ein Array mit den Werten 17 und 18. Eigentlich eine ganz nette Angelegenheit, die vor allem dann hilfreich ist, wenn man Unterprogramme, Funktionen mit einer variablen Anzahl von Parametern schreiben möchte. Da steckt im Prinzip dann dasselbe Mechanismus drinnen. Jetzt das Gegenstück dazu, das Spread-Operator. Wieder beginnen wir mit einem Array, das wir vereinbaren, 8, 16, 32. Dieses Array soll den Namen A haben. Und im Array B wird beginnend mit dem Wert 4 alles, was im Array A drinnen steht, also alle Werte, die im Array A drinnen stehen, einzeln in das Array B eingefügt. Ja, und dahinter kann noch irgendwas anderes stehen, zum Beispiel die Zahl 64. Und das Ergebnis ist ein Array, da steht hier dabei, 4, 8, 16, 32, 64, das also hier in einer ganz einfachen Art und Weise eine Kombination dieser beiden Arrays erlaubt hat. Gibt es dazu Fragen? Ich finde es ja nett, dass das geht und das schaut sehr, sehr toll aus, also ich würde sagen, fast schon künstlerisch, aber warum braucht man das? Ja, wie gesagt, wenn man eine variable Elementezahl haben will von einem Array, da kann ich vorhin hinschreiben, 3 und dann kommen 3 dahinter oder so, was immer, oder wie auch immer. Naja, ich möchte ja Arrays zum Beispiel miteinander verknüpfen. Ich will aber nicht das erste Array, das erste Element vom ersten Array, dann verbinden mit dem zweiten Array, dann das letzte Element vom ersten Array verbinden. Das war schon relativ mühsam. Und ein weiterer Fall ist der, dass ich eine Funktion habe, die ich mit einer variablen Anzahl von Parametern schreiben will. Das heißt, die Funktion soll in der Lage sein, eine variable Anzahl von Parametern aufzunehmen. Und dann muss ich aber innerhalb der Funktion eine Möglichkeit finden, um den letzten Parameter, der also verschiedene Werte annehmen darf, auch komplette Arrays annehmen darf, zu zerlegen, in seine einzelnen Bestandteile zu zerlegen. Und da sind also diese neuen Operatoren, ich weiß nicht mehr genau, auf welcher Version die in JavaScript eingeführt wurden, aber ein paar Jahre ist das schon her, recht hilfreich. Also Andere Frage noch. Was hat das für Auswirkungen auf die Performance, wenn man alternative Realisierungsmöglichkeiten für diese Funktionen hätte? Das heißt, ist das die schnellste, bringt das die höchste Performance dann oder ist das nur eine kürzere Schreibweise? Ehrlich gesagt, ich weiß nicht. Aber ich denke, dass viele der Dinge, die hier neu eingeführt wurden, sogenannte syntactical Jargon, also syntaktischer Zucker sind. Das heißt, in erster Linie die Schreibweise betreffen. Ne? Genau, ja, man möchte also die Schreibweise vereinfachen. Es kommen noch ein paar Beispiele, wo man das noch deutlicher sehen kann. Und im Hintergrund kann es ohne weiteres sein, dass der Compiler das zuerst einmal in eine einfache Form transportiert. Ja, es gibt sogar eigene Systeme, die genau das machen, die also in JavaScript oder ECMAScript der letztgültigen Version einmal selbstständig so verändern, dass auch der dümmste Interpreter, wir haben ja manchmal auch Browser, die Leser unserer Seiten, die nicht abgedatet wurden und dann soll auch dieser allerdümmste Browser mit dem allerdümmsten JavaScripting etwas anfangen können. Das ist zum Beispiel der Trick, den Svelte verwendet. Svelte übersetzt auch die modernste JavaScript-Version in ein JavaScript-Programm, das so primitiv ist, dass im Prinzip jeder versteht. Okay, danke. Ich darf mich an eine Frage anschließen, lieber Martin, an das, was du gerade gesagt hast, dass ein Compiler das sozusagen die beiden Varianten, die man möglicherweise zur Verfügung hat, dann in denselben Code übersetzen würde. JavaScript, also, wenn es nicht am Server läuft, sondern am Client, ist nach meinem bisherigen Verständnis vom Browser interpretiert, oder ist das falsch? Ja, jetzt, ja, ist alles richtig. Ich habe schon Dinge hier vorweggenommen, die eigentlich erst dann irgendwann im Dezember drankommen. Svelte kompiliert tatsächlich. Also Svelte erzeugt aus JavaScript einen anderen
JavaScript-Code für den Browser. Einen JavaScript-Code, der so einfach ist, dass das jeder Browser versteht. Und letzten Endes braucht er der, ich erkläre das am besten, interpretiert ja der Browser erst wieder den JavaScript-Code. Wenn ich aber jetzt hinter diesen Interpretationsvorgang mich gleich hineinhängen kann, dann erspare ich mir beim Browser selber die aufwendige Interpretation. Das heißt, es ist sowas wie ein Pre-Compiler. Ja, okay, so könnte man es nennen, ja. Ja, manche Dinge haben wir schon vor 20, 30, 40 Jahren gehabt. Sie werden immer neu erfunden und bekommen neue Namen, aber sie haben auch oft einen Sinn. Muss man schon dazu sagen, dass das durchaus eine Überlegung wert ist. Ne? Dankeschön. Gerne. Ja, da habe ich eigentlich nichts wirklich Spannendes dargestellt. If-Anweisungen schauen einfach in C, in C++, in JavaScript, in Java so aus, wie es hier steht. Kleiner Hinweis noch, da steht geschwungene Klammer auf Anweisungen, geschwungene Klammer zu. Wenn es nur eine einzige Anweisung wäre, könnte man die geschwungenen Klammern auch weglassen. Man müsste halt am Ende der Anweisung einen Strichpunkt schreiben. Ich würde aber im Gegensatz zu dem, was ich vielleicht noch vor ein paar Jahren gesagt hätte, empfehlen, immer die geschwungenen Klammern zu schreiben. Aus mehreren Gründen. Wenn wir uns daran gewöhnen, dass wir immer diese geschwungenen Klammern schreiben und normalerweise wird das grafisch auch so hingeschrieben, dass die schließende geschwungene Klammer genau unterhalb von dem I von if steht, nur auf die Folie hätte da nicht so gut drauf gepasst. Wenn wir also uns daran gewöhnen, dass das immer in dieser Form geschrieben wird, auch wenn nur eine einzige Anweisung dasteht, steigt die Übersichtlichkeit. Also meine Empfehlung lautet, schreiben wir geschwungene Klammern. Es gibt noch einen zweiten Grund. Sollte ich zu einem späteren Zeitpunkt auf die Idee kommen, dass ich in diesen Ja-Zweig oder auch im Nein-Zweig noch eine weitere Anweisung hineinfügen muss oder möchte und ich habe auf die Klammern vorher verzichtet, dann besteht die Gefahr, dass die Klammern nicht da sind und das Ding komplett andere Wirkungen erzielt, weil es dann ohne geschwungene Klammern die zusätzliche Anweisung ja auf jeden Fall durchgeführt würde, da außerhalb von if stehend. Das war jetzt ein komplizierter Satz. Ich hoffe, es hat heute geklingelt. If else ist klar, wenn mehrere ifs ineinander geschachtelt werden, gibt es Programmiersprachen, die so else, ifs und so weiter erfinden. Nicht in JavaScript, da muss ich else und if einfach ausschreiben. Deswegen steht das Beispiel hier. Wieso? Bitte? Ja, bei mir auch. Ich höre. So nicht? Na gut. Und da gibt es noch etwas sehr Schönes. Switch-Anweisungen gibt es auch in verschiedenen Programmiersprachen und in JavaScript hat man sich da etwas Nettes einfallen lassen. Die Switch-Anweisung ist eigentlich sehr allgemein. Was meine ich damit? Also sie beginnt mit dem Wort Switch, dann steht da irgendein Wert und üblicherweise steht hinter dem Case eine Konstante. Entweder eine String-Konstante oder ein Zahlenwert oder was auch immer. Oder es können, so wie wir es da sehen, als Alternative auch zwei Werte stehen. Also wenn entweder dieser Wert oder dieser Wert mit dem ursprünglich übergebenen Wert übereinstimmt, dann wird diese Anweisungsgruppe ausgeführt. Bevor wir uns zu den Bedingungen hier weiter durchhandeln, ein Wort noch zu dem Break. Das Break ist wichtig, ganz wichtig. Denn erst durch das Break wird sichergestellt, dass, sobald die Anweisungen abgearbeitet sind, die Switch-Anweisung verlassen wird und hinter der Switch-Anweisung das nächste Stück Programm drankommt. Ohne das Break würde das Programm das nächste Case ausprobieren und das nächste Case ausprobieren. Ein kleiner Hinweis für Puristen. Wenn ich das Break weglasse, entsteht eine Programmstruktur, die mit den Mitteln der strukturierten Programmierung, mit einem Struktogramm, nicht mehr darstellbar ist. Es ist dann kein strukturiertes Programm mehr, weil die Anweisungen hier von den ersten beiden Cases ausgeführt werden und die Anweisungen vom folgenden Case ausgeführt werden, sofern die Bedingung erfüllt wird. Also Break bitte nicht vergessen. Warum ein Break ganz am Schluss?
Das ist unnötig. Wenn man es trotzdem hinschreibt, dann vielleicht aus dem Grund, dass man später einmal an der Stelle das Default durch ein weiteres Case ersetzen würde. Und dann kann man sich nicht irren, dass man das Break vergessen hat. Ist eine Philosophiefrage, ob man das schreiben möchte. Was die Performance betrifft, ist völlig wurscht. Ja, und jetzt zu der Bedingung. Das ist nämlich aufregend. An der Stelle, wo ich bisher Wert und Wert 2 geschrieben habe, darf auch eine komplette Bedingung stehen. Und diese Bedingung wird zur Laufzeit ausgewertet. Konstanten an der Stelle haben den Vorteil, dass sie bereits bei der Interpretation oder bei der Kompilierung ausgewertet werden können. Wenn da eine Bedingung steht, die dynamisch ausgewertet wird, dann muss die jedes Mal frisch ausgewertet werden. Ja, der Vorteil davon ist, dass diese Anweisung, diese Form der Anweisung, wesentlich effizienter im Sinne von Lesbarkeit des Programms ist. Ich kann damit Programme um einiges übersichtlicher schreiben, als wenn ich ansonsten hier geschachtelte If-Anweisungen verwenden müsste. Also die Switch-Anweisung ist in JavaScript mehr als Switch-Anweisungen in anderen Programmiersprachen und ist wirklich ein sehr guter Ersatz für geschachtelte If-Anweisungen. Ja, nein, vielleicht. Ich weiß nicht, hab Angst. Passt? Wir bohren dickere Bretter und kommen zu den Schleifen. Ja, auch hier wiederum gelten ein paar Dinge, die ich schon erwähnt habe. Also überall dort, wo Anweisungen in geschwungenen Klammern steht, darf auch eine einzelne Anweisung stehen. Aber das brauche ich, glaube ich, jetzt nicht noch einmal zu erläutern. While-Bedingung. In manchen Büchern findet man dafür den schönen Begriff kopfgesteuerte Schleife. Das heißt, die Bedingung wird am Kopf am Anfang abgefragt, währenddessen die zweite Schleifenform eine schwanzgesteuerte Schleife ist, eine Schleife, die nur dann wiederholt wird, wenn nachdem die erste Anweisung auf jeden Fall einmal durchgeführt worden ist, wird erst überprüft, ob die Bedingung für einen zweiten oder weitere Durchgänge genügt. Also while Bedingung Anweisung ist die Form, die vermutlich von vielen Programmiersprachen her bekannt sind. Die Form Do-Anweisung while gibt es natürlich auch in anderen Programmiersprachen, ist aber nicht allzu bekannt, denke ich. Die Voranweisung. Mein besonderer Liebling bei Programmierkursen, weil einige darüber stolpern und sich wochenlang über diesen Fehltritt dann nicht mehr erfangen können. Denn das, was hier steht als Anfangswert, passiert in Wirklichkeit vor Betreten der Schleife. Also der Anfangswert oder die Anfangswerte, es können ja spannenderweise auch mehrere Dinge hier stehen, die Anfangswerte, die hier gesetzt werden, werden vor Betreten der Schleife einmal, ein einziges Mal ausgeführt. Dann wird zu Beginn der Schleife die Laufbedingung ausgeführt oder überprüft. Wenn diese den Wert true ergibt, Achtung, dann werden die Anweisungen durchgeführt. Und erst wenn die Anweisungen durchgeführt worden sind, dann kommt der dritte Teil, der eigentlich schon ein Stück weiter oben steht, dann kommt erst der dritte Teil dran, die Änderungen der Laufvariablen, Singular oder Plural, werden dann erst durchgeführt. Also, obwohl das vorher in einer einzigen Zeile drinnen steht, wird der Anfangswert vor dem Betreten der Schleife einmal ausgewertet, die Laufbedingung jedes Mal beim Betreten der Schleife, beim Durchgang ausgewertet und die Änderung in Wirklichkeit erst dann ausgeführt, wenn die Anweisungen vorbei sind. Ja, und damit die Geschichte noch komplizierter wird, alle dieser drei Teile können einzeln oder gemeinsam weggelassen werden. Und wenn hier steht vor, geschwungene Klammer auf, Strichpunkt, Strichpunkt, geschwungene Klammer zu, dann ist das eine gültige Voranweisung, und zwar eine Endlosschleife. Dann muss nach Möglichkeit irgendwo in der Schleife etwas drinnen stehen, was die Schleife unterbricht. Oder, auch das kommt in manchen Programmen, insbesondere bei Steuerungsprogrammen vor, es ist durchaus beabsichtigt.
dass die Schleife nie mehr endet, nachdem das Programm einmal gestartet worden ist. Aber trotzdem, ich behaupte einmal, die Vorschleife in dieser Form ist für alle, die C, C++, Java und so weiter schon einmal sich angesehen haben, keine Neuigkeit mehr. Spannend ist das nächste. Achtung, Achtung, großer Unterschied zu Python. In Python lautet eine Schleife vor i, in und dann kommt irgendetwas, was iterierbar ist. Dann wird dieses i der Reihe nach die Werte annehmen, die bei der Iteration vorkommen. In JavaScript bedeutet ein vor i, in Objekt, und das kann auch ein Array sein, dass nicht die einzelnen Werte des Objekts hier angesprochen werden, sondern dass die Indizes, das, was beim Objekt ich als Name bezeichnet habe, dass die Indizes, dass die Namen der Reihe nach geliefert werden und der Reihe nach dem i zugewiesen werden. Und wenn ich dann auf das Ding selber zugreifen möchte, dann muss ich eben schreiben, Objekt, eckige Klammer auf i, eckige Klammer zu. Ist gewöhnungsbedürftig. Führt dann, wenn man von anderen Programmiersprachen herkommt, die das in einer, sage ich einmal, verständlicheren Art und Weise verwenden, zu Missverständnissen und Fehlern. Und irgendwann ist man dann draufgekommen, das könnte doch einfacher gehen. Blöderweise war das Wort in jetzt schon vergeben. Und damit kommen wir zum nächsten Schleifentyp. Vor A, off Objekt. Und da durchläuft das A jetzt tatsächlich die Werte, die in unserem Objekt abgespeichert sind. Wenn es ein Array ist, dann einfach das, was im Array drinnen steht. Wenn es ein echtes Objekt ist, dann all das, was hinter dem Doppelpunkt, also Name Doppelpunkt, was da dahinter als Wert steht, wird dann geliefert. Ja, und alle diese Schleifen, die wir hier besprochen haben, können auch abgebrochen werden, und zwar entweder mit einem Break, so dass die Schleife komplett verlassen wird, oder mit einem Continue, so dass der nächste Schleifendurchgang gestartet wird. Natürlich auch wiederum mit all den Laufbedingungen, die wir haben, und mit der Überprüfung, ob da überhaupt noch Werte vorhanden sind. Aber im Prinzip heißt das nichts anderes als, gehe, Continue, zum nächsten Schleifendurchgang weiter. Und Break, wiederhole, verlässt die Schleife. Jetzt haben wir aber ein Problem, das in manchen Programmiersprachen nicht so einfach lösbar ist. Nehmen wir an, wir hätten mehrere Schleifen, die ineinander geschachtelt sind. Und ich möchte von der inneren Schleife alle anderen außenliegenden Schleifen ebenfalls unter einer bestimmten Bedingung auch gleich verlassen. Dann gibt es viele Programmiersprachen, wo das schlicht und ergreifend nicht geht. Wer sich in völlig orthodoxer Weise an der strukturierten Programmierung hält, dann wird sagen, ein Go-To-Befehl an der Stelle geht nicht, weil das Go-To ist das absolut Böse in der strukturierten Programmierung. Übrigens, Niklas Wirth hat ja die Programmiersprache Pascal entwickelt, und die Programmiersprache Pascal ist ja ein Musterbeispiel dafür, wie man strukturiert programmieren kann, programmieren lernen kann, programmieren lehren soll. Und der Pascal-Compiler ist selbst in Pascal geschrieben. Und tatsächlich steht da irgendwo drinnen GoTo 99. Es gibt auch im Pascal-Compiler einen GoTo-Befehl, der ganzen orthodoxen Sichtweise hier widersprechend. Na gut. JavaScript macht das anders. In JavaScript kann ich, nehmen wir an, ich hätte mehrere ineinander geschachtelte Schleifen, an irgendeiner Schleife diese Schleife mit einem Label versehen. Und wenn dann jetzt in einer weiter innerliegenden Schleife steht, if-Bedingung break-Label, dann wird eben mit dem Break nicht die aktuelle innerste Schleife gebrochen, abgebrochen, sondern es wird jene Schleife, die mit dem Label markiert ist, abgebrochen, und damit kann unter Umständen alle ineinander geschachtelten Schleifen auf einmal verlassen. Ist eine Kleinigkeit und
vielleicht ist es nicht ganz so wichtig, aber ich habe mir gedacht, wenn wir schon im Rahmen dieses Clubabends über Besonderheiten der Sprache sprechen wollen, dann sollten wir auch solche Schmankerln erzählen. Ja, Schmankerln erinnern vielleicht irgendwo an das Clublokal in Simmering. Schmankerln. Programmiersprachenschmankerln. Das ist alte, ja. Gut. Wir kommen zu den Funktionen. Die Funktionen sind eine ganz wichtige Angelegenheit. Ohne Funktionen gäbe es keine gescheiten Programme. Und im Prinzip möchte ich hier drei Typen von Funktionen vorstellen. Ganz allgemein gibt es in JavaScript ja eine Entwicklung, die sich über die Jahre verfolgen lässt. Und manche Dinge waren am Anfang relativ einfach formuliert. Manche waren am Anfang eher ein bisschen bullshit formuliert. Aber man hat daraus gelernt und hat die Sprache verbessert, durch weitere Elemente verbessert. Ein typisches Beispiel war gerade die Voranweisung mit vorin und vorauf, wo man also offenbar dazugelernt hat. Auch bei den Funktionen, bei den Klassenvereinbarungen gibt es Schreibweisen, die historisch gesehen einfach grauslich sind. Und ich habe mir erlaubt, dass ich, obwohl ich hier auf diverse Schmankeln eingehen möchte, die weglasse. Also bei den Klassen gibt es dann Dinge, Schreibweisen, die wir nicht weiter im Detail besprechen wollen. Und bei den Funktionen passiert gerade ein Wandel aus meiner Sicht. Denn die klassischen Funktionen werden immer mehr und mehr durch Pfeilfunktionen ersetzt. Und wir schauen uns jetzt einmal an, was das bedeutet, warum das geht und welche Vorteile es hat. Zuerst einmal die klassische Form einer Funktion, die ist in vielen Programmiersprachen sehr ähnlich. Es beginnt mit dem Schlüsselwort Function. Dahinter kommt der Name der Funktion, nicht besonders kreativ, F bei mir. Hinter dem F muss ein Klammernpaar stehen, ein Paar von runden Klammern. Auf jeden Fall. Dieses Klammernpaar kann leer sein. Innerhalb dieses Klammernpaars kann aber ein Parameter stehen und es können auch mehrere Parameter stehen. Wenn es mehrere Parameter sind, sind wir durch Beistriche voneinander getrennt. In meinem einfachen Beispiel hier nur ein einziger Parameter. Dann kommt dasselbe, was ich schon erzählt habe, die Anweisungen, die in geschwungene Klammern eingeschlossen sind. Wiederum wäre es nur eine Anweisung, könnte man sie weglassen, wir lassen sie nicht weg. Hier sehen wir auch grafisch gesehen die Form, die ich empfehle. Wenn wir eine geschwungene Klammer irgendwo öffnen, dann sollte die dazugehörende schließende Klammer exakt unter dem Buchstaben stehen, mit dem die Zeile begonnen hat, in der die geschwungene Klammer geöffnet wurde. Also da haben wir eine Funktion, die schließende Klammer steht exakt unterhalb dem F von Function. In Python haben wir es leicht. Wenn man in Python das Einrücken falsch macht, funktioniert das Programm nicht. In den meisten anderen Programmiersprachen passiert es, dass die Einrückungen, vielleicht aus Unverständnis, vielleicht aus Faulheit, die an der falschen Stelle stehen, Programme schwer bis unleserlich machen. Daher meine Empfehlung, bitte so ein paar einfache Regeln beachten. Es gibt übrigens für viele Programmiersprachen so Beautifier-Programme, also da stopft man dann ein grauslich geschriebenes Programm hinein und herauskommt eines, wo die Einrückungen wirklich pipifein untergebracht sind, alles in ein derselben Form und Norm dargestellt. Das ist so nebenbei. Ja, und was macht diese Funktion? Nichts Aufregendes. Sie liefert den Wert von p, den wir hier als Parameter übergeben können, um 1 erhöht, zurück. Return p. Woher kommt das p? Das p kommt aus der Erhöhung von 1. Könnte man natürlich auch in zwei Zeilen schreiben. Man könnte auch schreiben p ergibt sich zu p plus 1, Strichpunkt, Return p. Ja, lassen wir es einfach so. Diese Form ist die einfache und wird gerne verwendet. Wie wird eine derartige Funktion aufgerufen? Nehmen wir an, wir haben eine Variable v, die kriegt den Wert 1. Und wenn ich dann schreibe f, runde Klammer auf v, runde Klammer zu, dann wird der Wert von v 1 bei der Funktion p eingesetzt. 1 wird erhöht, liefert den Wert 2. Der Wert 2 wird zurückgegeben
und diese Funktion f hat dann, liefert dann den Wert 2. Im Augenblick, so wie es da steht, wird dieser Wert sofort wieder weggeschmissen. Wir könnten den Wert, den die Funktion liefert, einer anderen Variablen zuweisen. Wir könnten ihn ausgeben. Wurscht, es geht nur darum zu zeigen, wie der Aufruf prinzipiell aussieht. Ja, also das denke ich einmal, ist nicht wirklich etwas Neues. Wir gehen noch einen Schritt weiter und sagen, eine klassische Funktion mit einem Standardwert, das gilt übrigens dann auch bei den anderen Funktionstypen, die wir sehen werden. Warum erzähle ich das? Na, erstens einmal, um zu zeigen, dass man diese Funktion wahlweise ohne aktuellen Parameter, ohne Argument aufrufen kann oder natürlich auch mit einem beliebigen Argument, mit einer beliebigen Zahl aufrufen kann. Wenn nichts drinnen steht, dann wird für p der Wert 0 angenommen. Da das Pluszeichen vor dem p steht, wird zuerst einmal 0 um 1 erhöht, liefert den Wert 1 und dieser Wert 1 wird mit Return zurückgegeben. Wenn da irgendwas anderes steht, 42 ist bei Programmierern eine sehr beliebte Zahl, dann würde f, Klammer auf 42, erhöht um 1, den Wert 43 zurückliefern. Das, was wir gerade besprochen haben, könnte ich auch als anonyme Funktion vereinbaren. Achtung bitte. Die anonyme Funktion ist das, was hier orange geschrieben ist. Mit der anonymen Funktion kann ich aber, so wie es hier steht, nichts anfangen. Ich muss diese anonyme Funktion zugänglich machen. Ich muss ihr einen Namen geben. Namen geben. Wer kennt die unendliche Geschichte von Ende? Irgendjemand gesehen? Handzeichen, Mikro einschalten. Unendliche Geschichte? Niemand? Okay, in der unendlichen Geschichte geht es darum, dass der Bastian der kindlichen Kaiserin einen Namen geben muss, um das Land Phantasien zu retten. Das war jetzt der Spoiler für die, die den Film sich doch noch anschauen wollen oder das Buch lesen wollen. Ja, auch hier geht es darum, wenn die Funktion, orange geschrieben, nicht über irgendeinen Namen angreifbar wäre, ansprechbar wäre, dann hätte nicht allzu viel bewirken, aber der hilft uns die Vereinbarung const f ist gleich. F ist jetzt nicht eine Konstante, deren Wert das drin ist, deren Wert eine Zahl ist. F ist eine Konstante, deren Wert eine Funktion ist. Achtung, zweite Folie, funktionale Programmierung. Das ist eigentlich ein typischer Fall einer funktionalen Programmierung, dass wir mit Funktionen so arbeiten können, als wären sie selbst eigene Variablen, eigene Objekte. Das sind de facto auch Objekte. Gut, und wenn wir das so machen, dann würde der Aufruf so ausschauen. Der Aufruf ist eigentlich genau der gleiche wie beim vorhergehenden Beispiel, aber das f ist jetzt nicht die Funktion selbst, sondern das f ist eine Konstante, die die Funktion, wenn wir so wollen, als Wert enthält. Und das führt uns zur nächsten Schreibweise über, zur Pfeilfunktion. Da Funktionen immer häufiger als Parameter an andere Funktionen übergeben werden müssen, ist nicht allzu sinnvoll, jeder dieser nur einmal verwendeten Funktionen einen Namen zu geben. Daher ist an der Stelle eine anonyme Funktion praktisch. Die anonyme Funktion hat aber die unangenehme Eigenschaft, dass man so Worte wie Function und so weiter trotzdem noch schreiben muss. Und jetzt sind wir wieder beim syntaktischen Zucker gelandet. Wie kann man die Sache verschönern? Und das macht der Fat Arrow, der fette Pfeil, die Pfeilfunktion. Wiederum, das orange geschriebene ist die eigentliche anonyme Funktion und das, was grün geschrieben ist, dient nur dazu, damit wir später mit dieser anonymen Funktion irgendetwas tun können. Hier haben wir zwei Varianten, nachdem die beiden dürften logischerweise nicht in einem Programm stehen, weil da weisen wir dem F etwas zu und dem können wir in der nächsten Zeile nicht schon wieder was zuweisen. Das seien also zwei getrennte Programmbeispiele.
Fangen wir mit dem fetten Pfeil an. Das, was hinter dem fetten Pfeil steht, ist im Prinzip hier der Rumpf der Funktion. Und das, was vor dem fetten Pfeil steht, ist die Parameterliste. Wenn wir nur einen Parameter haben, dürfen wir sogar die runden Klammern weglassen. Wenn wir keinen Parameter haben, schaut das blöd aus. Das heißt, wenn kein Parameter vorhanden ist, müssen die runden Klammern auch als leere runde Klammern stehen bleiben. Ja, und das, was wir hier sehen, ist im Prinzip genau dasselbe. Ich kann noch einmal auf die vorhergehende Folie zurückgehen. Da war die anonyme Funktion einfach Function p innerhalb von geschwungenen Klammern der Wert, der zurückgeliefert wird. Hier ist automatisch das, was als letztes steht, der rückzugebende Wert. Das, was vor dem Fat Error steht, der Parameterlistenteil. Und wir sehen, wir haben damit eine anonyme Funktion so quasi auf das absolute Minimum reduziert. Ich habe mir erlaubt, in der Zeile auch den Zuweisungsoperator durch Plus und den Zuweisungsoperator zu ersetzen. Ganz wichtig bitte, wenn es zu diesen Pfeilfunktionen Fragen gibt, bitte diese jetzt zu stellen, denn ohne Pfeilfunktionen versteht man viele, viele Dinge nicht. Und während alle darüber nachdenken, ob es eine Frage gibt, ich orte eine gewisse Tendenz, dass man die klassischen Funktionen, so wie wir sie bei der ersten Folie gesehen haben, immer mehr und mehr durch eine derartige Schreibweise ersetzt. Es gibt da noch einen ganz kleinen Unterschied, wo das so nicht funktioniert. Aber ich sage nur, mit dem Schlüsselwort SIS gibt es damit ein Problem. Ihr lasst es jetzt so stehen, weil ansonsten kommen wir da wirklich ins Uferlose. Gut, letzte Gelegenheit, Fragen zur Pfeilfunktion? Wir kommen zu Klassen. Klassen sind die Grundlage für die objektorientierte Programmierung und es gäbe kein Windows, wenn nicht irgendein Mensch einmal objektorientierte Programmierung und Klassen erfunden hätte. Die Klassen wurden in JavaScript eingeführt mit einer Schreibweise, die nicht wirklich toll war. Die Schreibweise, die ich hierher zeige, ist die, die klassischen anderen Programmiersprachen am ehesten entspricht und sehr leicht lesbar und sehr leicht verständlich ist. Woraus besteht eine Klassenvereinbarung? Naja, überraschenderweise beginnt sie mit dem Wort Class. Dann kommt der Name. Geschwungene Klammer auf. Dann sollte es muss nicht so sein, aber es sollte so sein, dann sollte es einen Konstruktor geben, der im Prinzip genauso ausschaut wie das F von einer anonymen Funktion. Dieser Konstruktor kann natürlich eine Parameterliste haben und damit er irgendwas Sinnvolles tut, hat er Anweisungen. Was macht der Konstruktor? Okay, jetzt müssen wir noch einmal einen Schritt zurückgehen, was an dieser Stelle mit dem Wort Class überhaupt passiert. Hier wird eine Klasse vereinbart. Die Klasse wird vereinbart, aber es entsteht hier nichts, was im Speicher tatsächlich existiert. Es entsteht kein Objekt, das wir angreifen können. Es ist nur eine Vereinbarung. Und ich versuche das immer zu erklären, das ist ein Kochrezept. Wir haben auf diese Art ein Kochrezept vereinbart und in diesem Kochrezept steht drinnen, was zu tun ist. Aber kein Mensch wird ein Kochrezept essen, kein Mensch wird das essen, jeder wird das essen, was aufgrund des Kochrezeptes erzeugt worden ist. Der Konstruktor ist jetzt eine Funktion und Funktionen, die in Klassen verwendet werden, haben dort den schönen Namen Methode. Also Methode ist eine Funktion, die in einer Klasse drin steht. Der Konstruktor ist also jetzt eine Methode, und zwar gibt es genau einen Konstruktor, der dann aufgerufen wird, wenn aufgrund der Vorlage, aufgrund des Kochrezeptes, ein reales Objekt erzeugt wird. Und dieses reale Objekt kann auf diese Art und Weise dann auch mit Werten versehen werden. Wir haben dann auch ein Beispiel, das wir uns anschauen können.
Außerdem kann die Klasse, muss aber nicht, eine Methode, mehrere Methoden enthalten. Und die Methoden schauen jetzt wiederum so ähnlich aus wie bei den anonymen Funktionen. Sie haben aber einen Namen, sonst hätte man uns schwer damit dem ansprechen. Sie haben eine Parameterliste und Anweisungen und da können jetzt theoretisch beliebig viele derartige Methoden stehen. Ungefähr klar, wie eine Klasse aufgebaut ist. Ich verweise noch einmal auf die Anordnung der geschwungenen Klammern. Hier beginnt eine Klasse, da ist die öffnende geschwungene Klammer und exakt unterhalb von dem C, von der Klassenvereinbarung, steht die dazugehörige schließende Klammer. Da haben wir, Folie zurück. Eine Frage noch. Ja, gerne. Thomas, für Attribute gibt es nicht explizit. Nein, so, ich komme nochmal zurück. Attribute im Sinne von Datentypen? Im Sinne von konstanten Datentypen und mit Werten, die diesen Typen zugewiesen werden können dann. Datentypen dann zugewiesen werden können. Ne? Ja, wenn wir das Ganze mit TypeScript machen, dort gibt es das alles. Dort gibt es also, das, okay. Ja, in JavaScript werden keine Typen an irgendeiner Stelle explizit erwähnt. Man kann sie abfragen, aber sie kommen syntaktisch nicht vor. In TypeScript kommt das alles vor. Da kann ich sagen, welchen Typ soll der Parameter haben? Welchen Typ soll die Funktion als Wert liefern? Ich kann, wenn es ein komplizierter Typ ist, auch Typennamen erfinden, die dann innerhalb der Liste kennzeichnen, von welchem Typ der Parameter ist. Also angenommen, der Parameter selbst ist wieder mein kompliziertes Objekt, dann kann ich das ja nicht so ohne weiteres ausdrücken. Dann kann ich diesen Objekt, einen Namen, dieser Struktur des Objektes einen Namen geben. Und also TypeScript kann das alles, aber da braucht man ein bisschen mehr Zeit noch. Okay. Danke. Gerne. So, ja, ich war gerade dabei zu erläutern, die geschwungene Klammer, die sich hier öffnet, steht genau unterhalb von dem C von Konstruktor, das Gegenstück dazu. Hier ist die geschwungene Klammer, die sich öffnet, da ist die geschwungene Klammer, die sich schließt, unterhalb vom M. Also bitte, diese Schreibweise ist sehr zu empfehlen. So, und jetzt machen wir natürlich ein konkretes Beispiel. Angenommen, wir vereinbaren eine Klasse Fahrzeug. In dieser Klasse Fahrzeug gibt es einen Konstruktor, der zwei Werte erwartet, nämlich den Typ des Fahrzeuges und die Farbe des Fahrzeuges. Dass das vielleicht nicht extrem sinnvoll ist, das Beispiel, möge man mir bitte verzeihen, es ging ja nur darum, einmal ein bisschen was zu zeigen, was man damit machen kann. Also der Konstruktor hat hier einen Parameter, einen formalen Parameter. Und wenn der Konstruktor aufgerufen wird und wieder verlassen wird, dann ist der formale Parameter auch gestorben. Damit der formale Parameter, der Wert, der in den formalen Parameter übergeben wird, aber länger erhalten bleibt, machen wir Folgendes. Sys ist das Schlüsselwort, das die noch später zu erzeugende konkrete Instanz der Klasse beschreibt. Also wenn ich später ein Fahrzeug erzeuge, dann habe ich ein reales Objekt, das irgendwo im Speicher herumkugelt. Und wenn ich auf dieses reale Objekt zugreifen möchte, verwende ich das Wort Sys. Sys.ty heißt, in meinem realen Objekt möge jetzt Speicherplatz reserviert werden. Das geht übrigens dynamisch in JavaScript. Und dieser dynamisch reservierte Speicherplatz wird gefüllt mit dem Wert, der beim Aufruf des Konstruktors, also sprich beim Erzeugen der Klasseninstanz, übergeben wird. Und dasselbe geschieht mit der Farbe. Am besten, ich schaue jetzt erst einmal auf die nächste Folie um, dann sehen wir, wie so etwas funktioniert. Die Klasse hat Fahrzeug geheißen. Wenn ich schreibe New Fahrzeug, dann wird damit ein reales Objekt erzeugt. Ein reales Objekt einer Klasse heißt auch Instanz. Sollte man vielleicht bei der Folie dann auch noch dazu schreiben? Ich schreibe mir das gleich einmal auf. Das heißt also, mit der Zeile, die hier steht, let v, wird eine Instanz der Klasse Fahrzeug erzeugt. Diese Instanz hat den Namen klein v. Und beim Erzeugen dieser Instanz wird unter sys.typ pkw abgelegt und unter sys.farbe grün abgelegt.
Das heißt, ich kann, wenn ich möchte, sagen V.Typ und bekomme damit den PKW heraus. Oder V.Farbe und bekomme damit Grün heraus. Ja, nein, vielleicht? Klar, unklar? Springen wir zurück zur vorhergehenden Folie. Das hier ist jetzt ein Beispiel einer Methode. Das ToString wird immer gerne verwendet, wenn es darum geht, die Inhalte eines Objektes anschaulich und übersichtlich zu zeigen. Und diese Methode ToString soll einen String liefern. Achtung, da haben wir schon wieder den Backtick. Und dieser String enthält das Wort Typ. Dann kommt der intern gespeicherte Typ, der natürlich erst dann durch einen Wert belegt ist, wenn die erste Instanz erzeugt worden ist. Dann kommt das Wort Farbe und wiederum das Ganze mit dem Wert der Farbe belegt. Und Achtung, das ist wiederum eine recht übersichtliche Schreibweise, wie man einen derartigen String mit variablen Werten erzeugen kann. So, jetzt haben wir die eine Methode und schauen uns dann, wie das dann verwendet wird. Hier haben wir unser Fahrzeug erzeugt. Wir haben eine Instanz, die heißt klein v. Und wenn ich jetzt v.toString aufrufe, String hat ja kein Parameter, dann liefert, genauso wie wir es auf der vorhergehenden Seite gesehen haben, diese Methode einen String, der Typ PKW Farbe Grün enthält. Ja, und wenn man das jetzt mit einem unserer Programme, die ich vorher erzählt habe, damit man das Ganze gleich direkt am Bildschirm sich anschauen kann, wenn wir das dort ausprobieren wollen, dann empfehle ich, ein Konsole.log davor zu schreiben. Dann wird das in diesen Testprogrammen in das Konsolenfeld hineingeschrieben. Und wenn es in einem Browser wäre, gibt es dafür auch eigene Schritte, wie man da die Konsole aufrufen kann. Das geht ein bisschen über den Inhalt unserer heutigen Veranstaltung hinaus. Also, so rufe ich eine Methode, die innerhalb einer Instanz V sich verbirgt, Aufruf V.toString. Und noch einmal, es ist eine Methode, daher muss ich beim Aufruf ein Klammernpaar setzen. Was passiert aber, wenn ich nur sage Konsole log.v? Dann fordere ich mein System auf, in irgendeiner intelligenten Art und Weise dafür zu sorgen, dass ich das, was in dem V abgespeichert ist, zu Gesicht bekomme. Und gelöst wird das Problem damit, indem das System selbstständig aus dem V ein Objekt generiert und dieses Objekt enthält, Achtung bitte, in alphabetischer Reihenfolge, mit dem Namen Farbe den Wert Grün, mit dem Namen Typ PKW. Und das ist kein Buchstaben sein, das ist ein Kreditfehler, sondern das macht das System. Das System benennt die einzelnen Namen, so wie sie in der Objektvereinbarung, in der Klassenvereinbarung vorgekommen sind, aber wandelt sie in Kleinbuchstaben am Anfang um, weil die Regel gilt, dass Klassen mit einem Großbuchstaben beginnen sollen, aber Namen in Objekten mit einem Kleinbuchstaben beginnen sollen, damit man es leicht auseinanderhalten kann. Ja, und damit haben wir ein Objekt erzeugt. Und wenn wir das Ganze jetzt diesmal mit dem anderen Programm, das ich vorgestellt habe, Fiddle uns anschauen, dann würde das folgendermaßen ausschauen. Man beachte wiederum die hübschen Farben, die automatisch generiert werden. Das ist die Klassenvereinbarung, so wie ich sie vorgestellt habe. Und das sind die Aufrufe. Einfach die letzten zwei Folien noch einmal zusammengefasst. Was ich hier nicht dargestellt habe, einfach aus Platzgründen, ist das, was in dem Fenster für die Konsole erscheinen würde. Klassen hätten keinen Sinn, wenn es keine Vererbung gäbe. Also die grundlegende Idee der Klasse, die grundlegende Idee bei der Verwendung von Klassen, besteht darin, dass ich eine bestehende Klasse erweitern kann. Sprich, entsprechend dem ersten Gebot der Informatik, Never Change Your Running System, wenn ich eine wunderbar funktionierende Klasse habe, und auch das kann natürlich vorkommen,
wenn ich gar nicht wissen sollte oder wissen darf, wie die Klasse im Inneren funktioniert, dann kann ich trotzdem mit dieser Klasse eine neue Klasse erzeugen, die mehr kann als die vorhergehende. Und dieses Mehrkönnen, das nennen wir Vererbung oder Inheritance. Gibt praktisch überall, wo es objektorientierte Programmierung gibt. Objektorientierte Programmierung, Klassen ohne Vererbung sind sinnlos. Schreibweisen sind zum Teil unterschiedlich. In JavaScript hat man sich zu folgender Notation durchgerungen. Wir vereinbaren eine neue Klasse. Die erste Klasse war die Klasse Fahrzeug. Die neue Klasse heißt Modell. Und diese Klasse Modell erweitert die bereits bestehende Klasse Fahrzeug. Da wir jetzt auch den Hersteller dazugeben wollen, brauchen wir einen neuen Konstruktor. Also eine Instanz der Klasse Modell bedarf eines Konstruktors, der außer dem Typ und der Farbe auch den Hersteller bekommt. Jetzt wäre es aber ziemlich blöd, wenn ich das, was in dem Fahrzeugkonstruktor drinnen steht, hier einfach dumm abtippen müsste. Entspricht nicht der Idee einer objektorientierten Programmierung, entspricht nicht der Idee der Vererbung. Dafür gibt es das Wort Supper. Übergib an den Konstruktor der Superklasse, Basisklasse wird es manchmal auch genannt, übergib an den Konstruktor der Klasse Fahrzeug, Typ und Farbe. Und der dritte Parameter, den du, lieber Konstruktor, bekommst, den speichere gefälligst selbst ab unter Sys.hersteller. Eigentlich recht logisch. Ja, und dann haben wir hier auch noch eine weitere Form to String. Es muss also jetzt, damit das Ganze einen Sinn macht, auch der Hersteller ausgegeben werden. Naja, und da könnten wir natürlich den String von der vorhergehenden Klasse, also die Methode to String von der vorhergehenden Klasse, auch verwenden. Ich habe es aber in dem Fall einfach gemacht und habe das ergänzt, damit da nicht zu viel an ineinander geschachtelten Dingen auf einer Folie zu sehen ist. Was passiert jetzt, wenn wir ein Objekt, also eine Instanz vom Typ Modell erzeugen? Das Erste, was passiert, habe ich schon erklärt. Die Argumente, ja, da passiert es, da unten steht es, let V. V ergibt sich zu New, Modell, PKW, Grün und Design, VW. Dann werden also die ersten beiden Argumente, PKW und Grün, über Sapper an Fahrzeug übergeben. Und das Argument VW wird an das Modell übergeben. JavaScriptFiddle.net ist eine interessante Webseite, wo man sich selbst einen Account anlegen kann. Mit diesem Account kann man auch Dinge abspeichern und die Idee lautet, dass die Dinge, die man hier abgespeichert hat, anderen zur Verfügung gestellt werden sollen. Es geht sogar so weit, dass man eigentlich ermuntert wird, diese eigenen Experimente mit anderen zu teilen. Und ich habe das jetzt so gemacht, indem ich das Beispiel, das wir hier gerade sehen, unter diesem Link abrufbar gemacht habe. Also wer will, kann dort all diese Dinge sehen, ausprobieren und auch selbst verändern. Ja, und im Prinzip haben wir damit die Vererbung in einer Klasse einmal genau gesehen. ToString liefert wiederum einen schönen String, so wie wir ihn selbst gestalten. Das Ganze ohne den String liefert die Namen in alphabetischer Reihenfolge. Achtung, der Hersteller hat sich da jetzt hineingeschummelt. Und hinter den Namen die jeweiligen Werte Grün, VW und PKW. Das waren die Objekte. Das waren Klassen, mit denen Objekte erzeugt werden. Das war der Begriff der Methode, also der Name einer Funktion, die in einer Klasse vereinbart wird. Und der Name Instanz ist nichts anderes als ein Synonym zu dem Objekt, das mit New erzeugt wird. Also V ist eine Instanz der Klasse Modell. Ja, es gibt ja noch eine Kleinigkeit, aber wenn die Sache
zu komplex wird, die Seite oder die Folie, kann jeder ohne große Verluste geistig überspringen. Immer dann, wenn wir eine neue Instanz erzeugen, dann werden in dieser neuen Instanz über SIS neue klassenspezifische Variablen angelegt. Wenn ich aber jetzt eine Variable haben möchte, die in sämtlichen Instanzen aller erzeugten Klassen, also ich habe eine Klasse und erzeuge mit dieser Klasse eine Reihe von Instanzen, und wenn ich jetzt eine Variable haben möchte, die in allen diesen Instanzen zugreifbar ist und ein und dieselbe Variable ist, dann verwende ich eine sogenannte statische Variable. Das könnte man zum Beispiel dann verwenden, wenn ich mitzählen möchte, wie viele Instanzen habe. Dann wird jedes Mal, wenn die Klasse eine neue Instanz produziert, über eine Methode, über eine statische Methode, die Eigenschaft um 1 hinaufgezählt. Und das kann man dann später auch anschauen. Wie gesagt, diese Folie können wir auch überspringen. Das war eigentlich nur eine Ergänzung. Also es gibt auch klassische Methoden, klassische Eigenschaften. Und das ist sozusagen ein statischer Konstruktor, wenn wir so wollen. Ja, und wir nähern uns dem letzten Kapitel für heute. Und das ist die asynchrone Verarbeitung. Ich gebe zu, dass das ein Teil ist, der, wenn er in sämtlichen Varianten hier ausgebreitet wird, extrem verwirrend und unübersichtlich ist. Und ich hoffe, ich habe eine Form gefunden, die die Sache halbwegs überschaubar macht. Zuerst einmal, warum asynchrone Verarbeitung? Na, Beispiel. Nehmen wir an, wir haben eine Webseite. Diese Webseite selbst ruft eine andere Webseite auf, weil irgendein Teil auf der Webseite von der anderen Webseite her notwendig ist. Es wird auch eine zweite externe Webseite benötigt. All das soll dann unsere Webseite gemeinsam bilden. Jetzt wäre es ziemlich dumm, wenn beim Erzeugen dieser unserer Webseite beim Aufruf der ersten externen Webseite so lange nichts passiert, bis die erste externe Webseite tatsächlich abgefragt worden ist. Und danach, nachdem wir die zweite externe Webseite aufrufen, auch noch so lange nichts passiert, bis sie ihre Daten geliefert hat. Und erst dann erscheint irgendwas wieder am Bildschirm. Also das würde kein Mensch akzeptieren. Und ich glaube, wir wissen ja alle, wie schnell wir bei einer Seite weiterklicken, wenn wir das Gefühl haben, da geht nichts weiter. Daher brauchen wir irgendetwas, um diese Abläufe, erste externe Webseite aufrufen, zweite externe Webseite aufrufen, irgendwas auf der neuen Webseite schon zusammenstellen, brauchen wir etwas, das diese Abläufe gleichzeitig erlaubt. Nur gleichzeitig würde bestenfalls dann gehen, wenn wir einen Computer haben mit einer Reihe von Kernen. Ja, okay, die meisten haben jetzt schon mehrere Kerne drinnen, aber dass wir die jetzt dafür verwenden, ist nicht ganz so wahrscheinlich. Bekanntlich wird den einzelnen Programmteilen immer ein Zeitslot zugewiesen. Und jetzt geht es darum, diese Zeitslots sinnvoll zu verwenden und nicht dadurch zu verplempern, indem eben das unsere Webseite auf andere Webseiten wartet. Bevor das auch aber zu kompliziert wird, machen wir aus dem Warten auf eine andere Webseite noch was viel was Einfacheres. Wir schauen uns einmal an, wie man in JavaScript prinzipiell einen Ablauf verzögern kann. Wir werden dann schauen, wie das Ganze mit einer Promise eleganter, aber noch nicht ganz elegant geht. Und dann kommt als Finale die Darstellung, wie das heutzutage gemacht werden sollte, vor allem wenn man selbst Seiten schreibt. Es nutzt aber nichts, man muss die vorgehenden Schreibweisen zumindest erkennen können, worum es dabei geht. Also das ist der aktuelle Wert mit Await. So sollten Programme ausschauen. Das sind ältere Programme, finden wir immer wieder, müssen wir halt verstehen. Und das ist ein vorher gezeigtes Beispiel, das überhaupt in die Problematik einführen soll. Soweit die Struktur. Wir beginnen also mit einem Beispiel. Angenommen, wir haben eine Webseite, wo folgende Dinge draufstehen, und ich sage gleich dazu,
All diese Dinge können mit GS Fiddle und mit dem Coatings ausprobiert werden. Überhaupt keine Frage. Die erste Zeile lautet Konsole log hallo. Okay? Dann wird das Wort hallo ein Bildschirm in der Konsole erscheinen. Dann soll, jetzt wird spannend, diese anonyme Funktion aufgerufen werden, und zwar nachdem 5000 Millisekunden vergangen sind. Also Set Timeout heißt, warte einmal 5000 Millisekunden in dem Fall, und dann rufe die Funktion auf, die da steht. Aber wir haben dieser Funktion, obwohl wir es hätten tun können, keinen Namen gegeben, sondern wir haben unsere schon bekannten Pfeilfunktionen verwendet. Und was macht diese Pfeilfunktion? Die Pfeilfunktion hat keinen Parameter. Das heißt, wir brauchen runde Klammern, die leer sind. Was soll die Funktion machen? Sie soll auf der Konsole Welt schreiben. Und wenn wir fertig sind, dann soll auf der Konsole Auf Wiedersehen stehen. Was wir erwarten oder was wir gerne hätten, wäre also die Abfolge Hallo, Pause, Welt, Auf Wiedersehen. Das ist nicht so. Ausgegeben wird Hallo, Auf Wiedersehen, Pause, Welt. Warum? Naja, ich habe es ja vorhin erklärt. Das JavaScript-Laufzeitsystem versucht ja keine Zeit zu vergeuden. Und wenn es erkennt, dass da etwas passiert, wo 5000 Millisekunden einmal de facto nichts steht, dann macht dieses Laufzeitsystem weiter und führt den Befehl dann aus, wann er ausgeführt werden soll, nämlich nach 5000 Millisekunden. Und da alle Befehle, die hier hintereinander stehen, Schreibebefehle für die Konsole sind, wird also der Konsolenbefehl für Hallo ausgeführt, dann wird der Konsolenbefehl für Auf Wiedersehen ausgeführt, dann wird 5 Sekunden gewartet und dann wird das Wort Welt erscheinen. Ist klar. Aber eigentlich wollen wir das so nicht. Es ist einfach, es ist nicht übersichtlich, es ist vor allem deshalb nicht übersichtlich, weil die Texte Hallo Welt Auf Wiedersehen am Bildschirm in der Reihenfolge Hallo Auf Wiedersehen Welt erscheinen. Also nicht in der Reihenfolge der Zeilen, so wie wir es darstellen, so wie wir es bei jeder anderen Funktion ohne asynchrone Eigenschaften eigentlich erwarten würden. Wie geht es besser? Damit die Geschichte ein wenig sich leichter ausbauen lässt, denn wir wollen ja das Programm noch erweitern, machen wir einen Zwischenschritt. Wir führen eine Funktion Sleep ein. Die gibt es in JavaScript nicht. Es gibt andere Programmiersprachen, die haben eine Sleep-Funktion eingebaut, aber wir verwenden hier eine eigene Funktion. Und diese Funktion Sleep macht jetzt Folgendes. Sie erzeugt ein Promise. Aber was ist ein Promise? Ein Promise ist etwas, das in verschiedenen Programmiersprachen gerne verwendet wird, manchmal mit unterschiedlichen Namen, um damit auszudrücken, dass dem System, dem Laufzeitsystem, ein Versprechen gegeben wird. Dem System wird ein Versprechen gegeben, dass irgendwann einmal etwas ausgeführt wird, dass irgendwann einmal das, was in dem Promise formuliert wird, tatsächlich abgearbeitet wird. Aber, liebes Laufzeitsystem, jetzt dabei noch nicht. Warum fällt mir gerade der Part, der erste Teil ein? Wie heißt es so schön da drinnen? Nimm es als Geschenk, vielleicht, aber vermutlich sowieso nicht, werde ich dich irgendwann einmal meinen Gefallen bitten. Das ist auch so ein Promise, ne? Ah, ich glaube, es war nicht ganz richtig zitiert, aber wer den Film gesehen hat, weiß, was ich meine. Also die Promise bedeutet, liebes Laufzeitsystem, Geduld. Du kannst ja ohne weiteres weitermachen, aber es passiert das, was in der Promise steht, zu einem späteren Zeitpunkt. Das Programm unterscheidet sich von dem vorhergehenden nicht wesentlich, denn der Ablauf ist dasselbe wie der, den wir gesehen haben. Es wird, schauen wir ganz unten hin, Hallo, Auf Wiedersehen und Welt ausgegeben. Denn
Und zuerst wird Sleep, diesmal nicht mit 5000, sondern mit 2000 Millisekunden aufgerufen. Und jetzt kommt etwas Neues. Zen. Dieses Zen wird einen Befehl einleiten, der dann auszuführen ist, wenn die vorhergehende Promise-Geschichte abgeschlossen wird. Oder abgeschlossen ist. Also probier's noch einmal. Erster Schritt, Hallo wird ausgegeben. Kennen wir schon. Dann wird die Sleep-Funktion aufgerufen. In der Sleep-Funktion wird ein Versprechen gegeben. Dieses Versprechen soll aber erst dann ausgeführt werden können, wenn die 2000 Millisekunden vorbei sind. Und wie schaut dieses Versprechen aus? Was soll nach diesen 2000 Millisekunden passieren? Naja, dann soll diese, das ist wieder eine anonyme Funktion, dann soll diese anonyme Funktion aufgerufen werden, die dann hält, das Wort Welt ausgibt. Aber wir sehen schon, da das Promise ja den Ausdruck beinhaltet, mach ruhig weiter und irgendwann einmal kommt die Erfüllung, lautet die Reihenfolge Hallo, auf Wiedersehen, Welt. Hallo, auf Wiedersehen, Welt. Schon wieder nicht das, was wir eigentlich wollten. Aber in dem Fall ist die Verbesserung ziemlich einfach. Ja, da wird es noch einmal erklärt, was das Promise macht. Ich glaube, das können wir jetzt einmal überspringen. Die richtige Form schaut jetzt folgendermaßen aus. Sleep 2000. Also, zuerst einmal schreibe das Wort Hallo hin. Dann warte 2 Sekunden. Dann schreibe, denn schreibe Welt hin. Dann warte noch einmal 2 Sekunden. Dann schreibe Auf Wiedersehen hin. Und jetzt ist das endlich herausgekommen, was wir wollten. Wir sehen am Bildschirm Hallo, 2 Sekunden Pause, Welt, 2 Sekunden Pause, Auf Wiedersehen. Und jetzt schaut die Geschichte auch schon relativ übersichtlich aus. Also diese Folge von Sens, die da stehen, schauen eigentlich gar nicht so schlecht aus. Ja, die schauen deshalb nicht schlecht aus, weil das Beispiel einfach ist. Sobald die Beispiele kompliziert werden, kommen wir zu einer Folge von Funktionen, die ineinander geschachtelt sind. Und ich wollte jetzt doch nicht so ein unübersichtliches Beispiel hier auf die Folie schreiben. Ich wollte gleich zu dem übergehen, was nach meiner Empfehlung eine aktuelle Schreibweise ist. Unsere Funktion Sleep ist die gleiche wie von vorhin. Daran hat sich nichts geändert. Aber wir erfinden jetzt eine neue Funktion. Ja, und ich habe auch unten hingeschrieben, da steht nicht, aber auf irgendeiner anderen Folie steht es dann drauf, von welcher Webseite ich mich da habe inspirieren lassen. Diese Funktion heißt dort auf der Webseite Delayed Greeting, also ein verzögerter Gruß. Wenn wir nur her schauen, ohne das Async einmal, dann steht hier Function Delayed Greeting und unten wird es aufgerufen. Und wenn jetzt all dieses orange Zeug nicht da wäre, Async, Await und so weiter, dann könnten wir eigentlich erwarten, dass das irgendwie so funktioniert. Tut es aber nicht, weil wir ja schon wissen, dass die Sleep-Funktion nicht verhindert, dass der Konsolenaufruf in der Zwischenzeit stattfindet. Wir brauchen also eine neue Art von Funktion, eine asynchrone Funktion. Und jetzt haben wir tatsächlich bei einer Form, die, nehme ich es gleich mal vorweg, die richtige Ausgabe erzeugen wird, die übersichtlich zu lesen ist, die eine aktuelle, moderne Notation beinhaltet. Aber Achtung bitte, auch da sind wir wieder beim syntaktischen Zucker. Das, was sich im Hintergrund abspielt, ist genau das, was wir vorhin besprochen haben mit all den Komplikationen. Es ist nur schön zu schreiben, schön zu lesen und leicht zu verstehen. Und jetzt gehen wir es noch einmal durch. Also die Funktion Sleep hatten wir schon. Wir vereinbaren eine neue asynchrone Funktion. Es muss eine eigene Funktion sein, weil ansonsten könnten wir das Wort Async nicht davor schreiben. Das ist wichtig. Wir vereinbaren also eine neue asynchrone Funktion, die heißt Delayed Greeting. Diese wird nach dem Aufruf sofort damit das Wort Hallo auf die Konsole schreiben. Await. Dann wird erwartet, dass die Sleep-Funktion
nach der entsprechenden Anzahl von Millisekunden die Meldung zurückgibt, ja danke, ich bin fertig. Wenn also Await die Rückmeldung bekommt, Timeout ist over, 2000 Millisekunden sind vorbei. Wenn also diese 2000 Millisekunden Schlaf vorbei sind, dann macht das Laufzeitsystem weiter und kommt zur Zeile Konsole Log Wait. Und wieder passiert dasselbe. Mit Await, Sleep, wird diese neue Promise erzeugt. Nach 2000 Millisekunden wird dieses Versprechen erfüllt. Die Await-Funktion sagt Danke, das war's und macht weiter mit der Ausgabe des Textes. Auf Wiedersehen. Ja, und bekanntlich ist das natürlich nur die Funktionsvereinbarung. Abspielen tut sich das Ganze in dem Augenblick, wo ich die Funktion aufrufe und es geschieht in der Zeile. Das war der Versuch, asynchrone Verarbeitung mit wenigen Worten zu erläutern. Denn diese asynchrone Verarbeitung werden wir in irgendeiner Form dann auch benötigen, wenn es darum geht, mit Svelte und SvelteKit umzugehen. Da kommen solche Funktionen vor. Auch die anderen Funktionen, die wir heute besprochen haben, vor allem die anonymen Funktionen, kommen in Hülle und Fülle vor. Aber auch die Ideen, die wir besprochen haben, ganz am Anfang im Zusammenhang mit dynamischen Webseiten, auch die finden wir. Ja. Und das war die Idee von dem heutigen Clubabend, nämlich einerseits neue, aktuelle, besonders neue syntaktische Elemente der Programmiersprache JavaScript vorzustellen, die Sprache JavaScript überhaupt einmal ins rechte Licht zu rücken, dass es da nicht irgendeine primitive Sprache ist, sondern eine wirklich schon sehr weit und hoch entwickelte Programmiersprache ist und gleichzeitig auch damit eben die Grundlage dafür zu legen, dass wir in einem anderen Vortrag uns mit der Erzeugung von Webseiten entsprechend beschäftigen können. Lieber Martin, Herr Walter hat gefragt, ob du nicht nochmal Promise, Resolve etc. erklären könntest und bedankt sich schon im Vorhinein. Gut. Ich weiß, das ist ein sehr mühsamer Teil. Probieren wir es einmal damit. Was ist also Promise? Promise ist prinzipiell eine Klasse. Mit dem Befehl New Promise wird eine neue Instanz dieser Klasse erzeugt. In dieser Klasse werden zwei unterschiedliche Funktionen aufgerufen, können aufgerufen werden. Das heißt also, dem Promise werden, wenn ich sage üblicherweise, ist das schon wieder falsch, häufig zwei Funktionen übergeben. In meinem vereinfachten Beispiel habe ich nur eine Funktion übergeben, was aber zulässig ist. Wenn das Promise erfüllt wird und SetTimeout wird erfüllt, weil noch 2000 oder 5000 Millisekunden ist Timeout fertig und sagt, danke, das war's. Wenn also Promise erfüllt wird, dann ist der Promise-Teil die erfüllte Funktion damit abgeschlossen. Hätten wir aber in dem Promise einen Auftrag erteilt, der nicht erfüllbar ist, aus welchen Gründen auch immer, dann würde die zweite Funktion aufgerufen werden und mit der zweiten Funktion könnte ich dann eine entsprechende Fehlermeldungskette in Gang setzen. Die macht die Sache aber, solange man kein Await verwendet, extrem unübersichtlich und deswegen habe ich auf den zweiten Teil verzichtet. Bleiben wir also beim ersten Teil. Erster Teil, Promise, es wird ein Objekt erzeugt. Dieses Objekt Promise erwartet eine Funktion. Die Instanz, diese Instanz Promise erwartet eine Funktion. Diese Funktion wird von Promise aufgerufen. Und Promise stellt dann fest, ja, da ist was Sinnvolles herausgekommen, zum Beispiel noch 2000 Millisekunden, und liefert seinerseits das Signal zurück, Promise erfüllt. Das Versprechen wurde eingelöst, wir dürfen weiter tun. Ist ein bisschen klarer geworden? Was? Üblich,
Ja? Was genau ist Resolve, fragt er weiter. Warum weiter sprichst du nicht überhaupt gleich? Okay, nein, Resolve ist in dem Fall nur Parameter. Das heißt also, der Parameter ist, jetzt wird es ein Schritt komplizierter. Wir haben uns SetTimeout ja schon vorhin angesehen. SetTimeout verlangt seinerseits zwei Parameter. Der zweite Parameter ist der einfache, das ist die Zeit, 2000 Millisekunden oder 5000 Millisekunden in unserem Beispiel. Der erste Parameter ist selbst eine Funktion. Das heißt also, nach 2000 Millisekunden wird diese Funktion aufgerufen. Nur, wo kommt die Funktion her? Die Funktion ist der Parameter, den Promise selbstständig erzeugt. Also, Promise, probieren wir es einmal von der anderen Seite her. Man muss ja dann, wenn etwas unklar ist, versuchen, das von unterschiedlichen Seiten her zu erklären, in der Hoffnung, dass einer der Wege zum Ziel führt. Probieren wir es einmal auf eine andere Art und Weise. Wir denken jetzt in den Methoden der funktionalen Programmierung. Promise erzeugt eine Funktion. Promise weiß, dass die Funktion aufgerufen wird, wenn das, was in dem Promise versprochen wurde, erfüllt ist. Promise erzeugt also eine Funktion ohne unser Zutun. Diese erzeugte Funktion wird über den Parameter Resolve. Resolve ist jetzt ein formaler Parameter, dessen Inhalt eine Funktion ist. Wird über den Parameter Resolve an SetTimeout übergeben. SetTimeout wartet 500 Millisekunden und ruft dann Resolve auf. Was macht aber dieses Resolve? Ja, dieses Resolve ist genau das, was das Promise sich selber erzeugt hat. Das Promise weiß also, wenn Resolve aufgerufen worden ist, dann ist alles okay. Und damit kann Resolve dann sagen, passt, wir machen weiter. Also diese Ineinanderschachtelung von mehreren Funktionen macht die Sache extrem unübersichtlich. Das verstehe ich schon. Promise verlangt hier, grün geschrieben, eine Funktion. Aber Promise ruft diese übergebene Funktion selbst auf, indem es eine eigene, selbst generierte Funktion übergibt. Und wenn diese äußere Funktion diese von Promise erzeugte Funktion erfolgreich aufgerufen hat, dann merkt es das Promise und sagt, jawohl, danke, Funktion Resolve ist erfolgreich abgearbeitet worden, das Versprechen wurde eingelöst. Okay, liebe Leute, machen wir weiter. Darf ich wieder den Dolmetscher spielen zwischen dem Chat und den Voice-Teilnehmern? Der Walter hat geschrieben, okay, danke. Ob das jetzt bedeutet, er hat es verstanden oder er hat das hart geworfen, das weiß ich nicht. Aber jedenfalls ist zu empfehlen, lieber Walter, was das nächste Mal wieder dabei bist, vielleicht irgendwie ein Mikrofon organisieren. War nicht schlecht. So. Also ob das jetzt klar geworden ist oder nicht klar geworden ist, diese Frage bleibt offenbar im Raum stehen. Vielleicht möchte jemand anderer mir zu verstehen geben, das war ein kompletter Blödsinn, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Auf der Skala 1 bis 5 bis, ja super, so habe ich es noch nie gehört. Skala, alles mögliche bedeuten. Na gut. Das ist eine schwierige Aufforderung, denke ich, oder der nachzukommen. Ist nicht leicht, das ist mir klar. Ja, ja, ich habe ja gesagt, die ganze asynchrone Verarbeitung füllt Bücher und wenn sich jemand ein bisschen weiter da hineinarbeiten möchte, dann würde ich eigentlich vorschlagen, das Ganze irgendwo von hinten anzufangen und gleich mit dieser Evade-Geschichte und Async zu beginnen oder sich eine Erklärung anzuschauen, die mit Async und Evade beginnt und das vorhergehende vielleicht dann zu verwenden, wenn der Rest damit sitzt. Alles, was mit Send und so weiter zusammenhängt, führt zu dem, was man
was dann ineinander geschachtelte Funktionen bedeutet. Und das ist die Callback Hell, die Callback Hölle, weil kein Mensch bei 5 ineinander geschachtelten Funktionen verstehen kann, wann wird welche ineinander geschachtelte Funktion Callback, sprich aufgerufen. Also das ist ja ein Callback, das soll. Das ist ja auch eine Funktion, die aufgerufen wird von einer anderen Funktion, ein Callback. Lieber Martin, hast du keine Möglichkeit, den Chat zu lesen? Naja, das Problem ist, wenn ich den Chat lese, na, der Franz dann kann ich mich schreibt was auf den an Vortrag. Dich. Der Aha, Franz schreibt an ihn, dich. Ja. Ja, gut, ich lese ihn. Ja. Ich lese es für die anderen vor. Ja. Ja, danke und so weiter. Ich arbeite fast nur mehr mit JavaScript jQuery und habe mir wieder einige Gutes notiert. Lieber Franz, wenn du dann dich mit Svelte beschäftigt haben wirst, dann wird die Antwort lauten, lieber Martin, ich schreibe nur mehr mit JavaScript und Svelte und das jQuery habe ich bereits wieder vergessen. Ja. Könnte man vorstellen. Gut, danke für die diversen Feedbacks. Gibt es noch irgendwelche Fragen, die ich zu beantworten versuchen kann? Dankeschön. Mir schon klar, dass es sehr viel Stoff war, aber das Video gibt es ja dann noch einmal zum Nachschauen. Die Folien kommen dann mit den versprochenen Korrekturen werden auch noch nachgeliefert. Jo. Das heißt, den Vortrag, die Folie gibt es dann irgendwo auf unserem Portal. Oder? Ich wollte gerade da auf dieses antworten, was du jetzt gerade gesagt hast. Es werden die Folien und es werden wird die Aufzeichnung von diesem Meeting auf der Club-Webseite an den Stellen verfügbar sein, wo sie für Clubmitglieder immer verfügbar sind. Super, danke. Das heißt, Leute, die heute teilgenommen haben, aber keine Clubmitglieder sind, werden das Nachsehen haben, denke ich. Das war jetzt eine indirekte Aufforderung, dem Club beizutreten. Das war sie nicht. Noch nicht alle verstanden der, haben. Ne? Kann der Franz Fierler noch irgendwas dann machen oder tun oder so, weil soweit ich das weiß, ist das wo abgelegt, wo man nur als Mitglied Zugriff hat, wenn die Teile, die da offen gelegt werden müssen oder zugreifbar sein sollen, von Franz an andere eben, wie sagt man, zugreifbar gemacht werden. Ich kann es nicht machen und ich organisiere das nicht. Ich kann das dort reinstellen, das mache ich dann auch. Aber wer das dann zugreifen darf, ist Thema Franz. Ja, vielleicht zur Erklärung. Jedes unserer Mitglieder hat ja eine E-Mail-Adresse mit der Endung clubcomputer.at. Und alle die sich zum ersten Mal bei dem CC Drive anmelden, erscheinen dort in der Teilnehmerliste. Und immer wenn ich einen neuen Teilnehmer entdecke und der hat die E-Mail-Adresse clubcomputer.at, dann wird er in den Kreis der erlaubten Mitglieder oder derer, die zugreifen können, aufgenommen. Das ist automatisch. Wenn ein neues Mitglied dazukommt, dann nach ein paar Tagen ist er praktisch aufgenommen und kann diese Inhalte sehen. Hinweis, CC Drive ist sowas wie die Club Computer Cloud. Genau. Was das ist? Das nicht wissen, ja. Wir betreiben eine Cloud-Lösung, die heißt OnCloud und wir nennen sie CC Drive. Und auf dem hat jedes unserer Mitglieder 30 GB freien Speicher für sich persönlich und alle Mitglieder gemeinsam können auf ungefähr 500 GB Daten zugreifen und dazu gehören dann auch diese Folien oder Bücher oder Videos oder was also nicht so ganz für jeden sichtbar sein soll, weil man es auch nicht weitergeben darf, dürfte. Aber im Kreis unserer Mitglieder darf das sein. So, also in dieser Art und Weise wird es dann verfügbar sein. Dann kann man das Video sehen, dann kann man die Folien sehen. Und das wird beim nächsten Meeting wieder so gehandhabt werden. Okay, danke.
Ja, dann danke ich auch noch einmal an allen für das Interesse, fürs Mitmachen, fürs Mitdiskutieren. Ich weiß schon, wir haben einige Diskussionen gehabt, ob das nicht viel schöner wäre, das Ganze im ersten Bezirk zu machen, um dort gleich das Ganze auch mit Essen zu verbinden. Ich gestehe, es ist mit einer Stunde Fahrzeit hin, einer Stunde Fahrzeit zurück, für mich schon auch ein bisschen einfacher, wenn ich hier in meiner gemütlichen Stube sitze und nicht unbedingt mit einer Maske quer durch Wien reisen muss, was wir unserem Herrn Bürgermeister verdanken, obwohl die Inzidenzzahlen entsprechend fallen. Jetzt habe ich das auch noch angebracht. Ja, danke. Ich wollte noch was anbringen zum Thema virtueller Clubabend oder solcher im Schmankerl mit Essen und Plaudern. Ich habe vor 2 Tagen oder so mit einem Mitglied gesprochen und der hat gesagt, ja, er wird ja so gern wieder im Schmankerl sein und da kann man dann plaudern und miteinander essen und so, hat aber dabei leider aus irgendwelchen Gründen die Treffen, die im Schmankerl stattgefunden haben, zuerst 2-mal im Garten und dann im Keller, verabsäumt zu besuchen oder nicht besuchen können. Und jetzt ist er leider in der Phase, wo wir virtuelle Clubabende machen wollen, aus mehreren Gründen. Ein Grund ist die Corona-Lage, da kann man diskutieren, ist es jetzt schon, geht es schon wieder nach oben oder geht es noch nicht nach oben, aber es wird. Egal. Im nächsten Frühjahr werden wir sehen dann. Egal. Es ist auch die Frage, welche Reisen muss ich unternehmen, um im Schmankerl zu landen und würde man das antun oder nicht? Und es gibt auch Leute, die aus Oberösterreich, Tirol oder sonst wo teilnehmen möchten oder könnten. Das hat auch, ist auch ein Aspekt. Die können teilnehmen, wenn wir es virtuell machen und werden es wahrscheinlich nicht tun, wenn man es im Schmankerl mit Essen macht. Also wir müssen immer da so an eine Gratwanderung gehen und jetzt ist einmal die Entscheidung, die nächsten Meetings bis inklusive dem 1. im Jänner und ich würde aber schätzen, ungefähr bis Ostern werden es virtuelle Clubabende werden. Außerdem könnte man unter Umständen daran denken, wenn man wirklich Teilnehmer aus den Bundesländern oder Interessenten aus den Bundesländern hätten, dass wir dann hybride Clubs machen, wo ein Teil virtuell mitschaut und ein Teil dort tatsächlich vor Ort ist. Ja, solche Sachen werden von der Digital Society schon gemacht. Rein technisch ist die Qualität nach meiner Beurteilung, ich habe so teilgenommen, nicht so toll, wie man es komplett virtuell ist, also ein Zoom-Meeting zum Beispiel, oder ob man, wenn wir alle dort sind. Also die Mischung ist von der Sprachqualität her nicht so toll. Das ist schon richtig. Man überlebt es, aber es ist nicht wirklich das Glöbel von allen. Die Frage ist, ob wir wirklich so viele Interessenten haben, denen der Weg dorthin oder wichtige Teilnehmer wie Kollege Martin, auf dich kann man sicher nicht verzichten, ja, also daher werden wir sicher so machen, ja, denen wir damit die Teilnahme ermöglichen können. Ja. Das ist immer die Frage pro und contra dann. Ja. Es ist eine Sache der Abwägung, es wurde ja, genau. Abgewogen für die nächste okay, Zeit. Ja, ja. Und daher ist es so, wie das es gerade erläutert. Und die Entscheidung ist gut so, würde ich sagen. Ja. Okay. Gut. Also dann werden wir das beenden und ich werde auch die Aufzeichnung jetzt beenden. So.